Ich führe es gleich mit Timo Heidmann ein spannendes Gespräch. Wir reden über Versicherungsbetrug. Er ist Schadensermittler bei der Gotha Versicherung. Wir reden über die RTL-Versicherungsdetektive. Er ist seit vielen Jahren, seit 8 Jahren circa, Versicherungsdetektiv bei RTL. Und ich glaube, wir werden ein schönes, spannendes Thema haben, ein schönes, spannendes Interview haben. Es wird euch bestimmt gefallen. Was meinst du dazu? Ja, so wie ich dich und deine Videos kenne, deine Interviews. Übrigens mein erstes Interview heute in so einer Dimension. Ich freue mich. Auch ein Ritt so ein bisschen durch meine Persönlichkeit, ich Mindset. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ich freue mich. Ja. Bleib dabei. Bleib dran. Stand up for your dream. Take what you need. So, herzlich willkommen, Timo Heidmann, zu einem spannenden Gespräch. Glaubst du, es wird spannend? Ich weiß es noch nicht. Nein, ganz genau. Wir fangen einfach mal an. Ich habe mal so ein paar kleine Fakten über dich zusammengetragen. Alter 37, nach Abitur und Bundeswehr hast du eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht. Korrekt. Danach hast du Versicherungswesen studiert. Ja. Seit 6 Jahren bist du bei RTL im Fernsehen bei Die Versicherungsdetektive. Ein bisschen länger, ne? 8, oder? Ich habe irgendwo 6 gesehen, aber vielleicht sind es auch 8 Jahre, das kann auch sein. Einigen wir uns auf 7. Ja, einigen wir uns auf 7. Da kommt der Schaden. Genau. Und du bist, ja, genau. Und du bist Schadensermittler bei der Gotha Versicherung. Richtig so? Jein. Ich leite ein Team von Schadenregulierern. Okay. Genau. Das heißt, ich war lange Jahre als Schadenregulierer da unterwegs. Und seit 2016 habe ich eine Teamleitung übernommen. Und mein Team und auch ich in dem Format zu sehen, besichtigen eben Schadenfälle und sind der Wahrheit auf der Spur tagtäglich. Sehr gut, da kommen wir noch im Detail drauf rein. Weißt du eigentlich, was in deinem Zusammenhang mit deinem Namen am häufigsten bei Google gesucht wird? Nee. Deine Körpergröße. Echt? Ja. Kommt als erste Frage bei Timo Heidmann. Sollen wir es verraten oder wie? Wir verraten es auf jeden Fall, ja. Weil wir sitzen ja 2 Nicht-Pimpfe, deswegen können wir ruhig auch sagen. Ja, du bist größer als ich. Ich bin auf jeden Fall größer. Ja. Wir machen bestimmt nachher noch ein Foto gemeinsam, aber jetzt erstmal nicht. 1,94,5 bin ich. 1,94,5, okay. Ja. Halb kenne ich jetzt nur von Kindern, wenn es ums Alter geht, aber lassen wir mal so stehen. Was passiert denn, wenn ich im Schadensfall nicht die Wahrheit sage? Das ist eine komplexe Frage. Mhm. Also es gibt, ich sag mal, verschiedene Eskalationsstufen. Erstmal, glaube ich, darf ich da nicht mehr davon ausgehen, dass ich den Schaden bezahlt bekomme. Mhm, ja. Ne? Die nächste Stufe wäre, dass der Versicherer sich sicherlich fragt, inwieweit das Vertrauensverhältnis gestört ist und inwieweit so ein Vertrag Fortbestand haben soll. Es platt zu sagen, es kann sein, dass ich rausfliege, dass ich gekündigt werde. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, da gehe ich halt zum nächsten. Ja. Es kann aber auch sein, dass es mir schwerfällt, wieder eine Folgeversicherung zu bekommen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel das Gebäude nehme, ich fliege aus der Wohngebäudeversicherung raus, ich stelle irgendwo einen neuen Antrag für eine Versicherung, dann wird der Versicherer ja auch fragen, wo kommst du denn her? Warum warst du denn bisher nicht versichert oder warst du versichert? Und das heißt, das ist eine ganz klassische Frage im Antragsdokument. Und wenn ich dann sage, ja, ich komme von der Gotha und die wollten mich nicht mehr, dann ist ja schon die Frage, die sich eigentlich schon anschließt, ja, warum denn? Was ist denn los? So, das heißt, wenn ich dann als Kunde, als Antragsteller sage, ich habe gar keine Versicherung, dann habe ich schon wieder eigentlich eine vorvertragliche Anzeigepflichtsverletzung, nennt sich das dann, was wiederum rechtliche Konsequenzen haben kann im Leistungsfall. Also ich schließe einen neuen Vertrag ab, verschweige aber, dass ich bei der alten rausgeflogen bin, habe einen Schadenfall, es kommt dann raus, dass ich schon mal was hatte, vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt habe, ist der Versicherer eventuell leistungsfrei. Also ich verbaue mir damit einiges, das wäre so die zweite Stufe. Was mir heute gar nicht so bewusst ist vielleicht. Genau, die Folgen davon. Genau. Ja. Und ist ein guter Punkt. Also ganz vielen Beteiligten, wir werden ja auch im Verlauf über das Thema Versicherungsmissbrauch sprechen. Und auch die Frage, wie kommt es, dass die dann bei unserem Format auch mitmachen und da gezeigt werden. Das hat ganz viel damit zu tun, inwieweit den Menschen klar ist, was sie da gerade machen. So Thema Unrechtsbewusstsein, ja, nein. Kavaliersdelikt. Kavaliersdelikt. Und auch das Thema Reichweite. Tragweite meines Handelns, einmal gegenüber der Versicherung oder der, ja, der Versicherung oder eben auch, wenn sie beim Format mitmachen, wie viel Menschen bekommen das mit? Kommen wir bestimmt später drauf. Auf jeden Fall. RTL, und die dritte das Stufe. Ist da Teil 2, dann, da kommt erst nachher noch, genau. Okay, und die dritte Stufe ist tatsächlich der Punkt, wenn wir in strafrechtliche, wenn wir über strafrechtliche Konsequenzen sprechen. Also der Tatbestand des Betruges ist im Strafgesetzbuch geregelt und, da riskiere ich durchaus einen Strafprozess. Und wenn ich verknackt werde von einem Richter,
dann kann das Einträge in Führungszeugnissen etc. zur Folge haben. Da bist du wahrscheinlich viel besser informiert als ich, wenn es jetzt darum geht, du brauchst was droht einem Straftäter. Beim neuen Job, wo du dich bewirbst, wo du vielleicht dann auch keine Chance hast, irgendwo reinzukommen. Also es hat schon weitreichende Konsequenzen. Ja. Ja. Mhm. Und natürlich auch die Komponente noch, dass ich mit Falschangaben eventuell den Versicherer ja schädige, insofern, als dass er Kosten aufwendet, die er eigentlich nicht hätte aufwenden müssen. Mhm. Also zur Überprüfung Leute wie mich, mein Team rausschickt, Sachverständige involviert, die Geld kosten und da eventuell derjenige, der die Versicherung betrügt, am Ende zur Kasse gebeten wird und diesen Aufwand zurückerstatten muss. Was ist denn so eine Aufgabe von einem Schadensermittler? Heißt es Schaden oder Schadensermittler? Schadenermittler, oder? Das ist richtig, oder? Schadenermittler? Einigen wir uns auf Schadenregulierer. Schadenregulierer, okay. und also im Format ist es so, dass wir da die Detektive sind. Mhm. Ja? Diese Detektive sind ein Part dieser Rolle. Natürlich die Wahrheit herauszufinden und auch zu schauen, wo gibt es Kunden, die eben nicht bei der Wahrheit sind, die sich in irgendeiner Weise unrechtmäßig einen Vorteil verschaffen wollen. Der Statistik nach ist das ein geringer Teil, zum Glück, der Kunden. Mhm. Wir sagen, 90% der Fälle sind sauber. Mhm. Ja? Und da ist es auch genauso Aufgabe meines Teams, ja, letztendlich den Kunden zur Seite zu stehen. Also ganz viele Menschen sind, natürlich werden wir wahrscheinlich auch überfordert, wenn entweder schon der Kranz Wasser an der Decke ist und ich gar nicht weiß, was mache ich denn jetzt, um das zu beheben? Was sind die nächsten Schritte? An wen gehe ich? Wie funktioniert das mit der Versicherung? Wie funktioniert das mit Handwerkern? Mit Einbruch, Brand, irgendwas. Das sind ja alles Extremsituationen, wo man überfordert ist. Ja. So, und das kann der kleine Fleck sein oder halt auch so ein Totalschaden tatsächlich. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, die ganze Hütte ist abgebrannt oder ausgebrannt. Allein schon, wie oft ich so damals mit Freunden darüber gesprochen habe, was für Versicherungen sind sinnvoll. Und dann ganz viele sagen, ja, so eine Hausratversicherung brauche ich nicht. Hab da ein paar Kröten auf dem Konto und ich habe ja auch nicht viel. Und wenn was passiert, ich passe erstens immer auf und zweitens, wenn was passiert, kaufe ich es mir halt nach. Und klar, wenn man das tagtäglich nicht erlebt, dann weiß man gar nicht, welchem Risiko wir ausgesetzt sind. Aber ich kann noch so aufpassen, wenn ich in einem Mehrfamilienhaus wohne und unter mir schläft einer mit der Kippe im Bett ein und bei dem brennt es. Und der ganze Rauch, wenn Plastik verbrennt zum Beispiel, immense Kontamination mit Rauch, das zieht irgendwie in meine Wohnung rein. Kann es sein, dass ich überhaupt nichts falsch mache oder einen Schmorbrand in der Steckdose. Ich mache überhaupt nichts falsch. Und trotzdem ist meine Hütte am Ende so verrußt, dass ich den ganzen Krempel eventuell gar nicht mehr reinigen kann. Auch das Reinigen kostet richtig Geld. Eventuell kann ich es gar nicht mehr reinigen und ich muss alles neu kaufen. Und dann sage ich meinen Freunden, ich bin ja selbst kein Verkäufer, ich verkaufe keine Versicherung, aber dann sage ich denen, überlegt euch gut, nehmt nur mal euren Kleiderschrank. Nimm dein Outfit. Ja. Die Schuhe, die Hose, der Gürtel, das Hemd, ja, vielleicht eine Uhr. Also da kommen ganz schnell ein paar hundert Euro, wenn nicht tausend, zusammen, ne? Kann ganz schnell sein, dass es sogar vierstellig wird. Und das ist ein Outfit von 20, 30, 40, die wir im Schrank haben. Ja. Ja. Und natürlich musst du die nicht mit Tag 1 sofort alle nachkaufen, aber so ein Drittel davon definitiv. Mhm. Und da kommt ganz schnell richtig viel Kohle zusammen und diesem Risiko sind wir permanent ausgesetzt. Und insofern... Also was ist die Aufgabe eines Schadenregulierer, wie ich gelernt habe? Bin ich ein bisschen abgeschweift. Ich habe es gemerkt, du hast mich sehr gut wieder eingefangen. Danke. Was ist die Aufgabe? Also du gehst jetzt irgendwo raus oder dein Team, ja? Es hat es bei mir gebrannt in der Wohnung oder eingebrochen. Wann kommt ihr denn überhaupt? Da bin ich abgebogen, genau. Ja. Also es geht tatsächlich darum... Ich meine es im echten Leben, ich meine es noch nicht RTL, sondern wirklich mal so quasi im Versicherungsbereich. Wann kommst du denn zum Beispiel? Ja, ich kann jetzt nur für mein Haus sprechen, weil darf ich die Gotha nennen? Ja. Ja. Weil ich habe natürlich meine Sicht ist mein Mikrokosmos Gotha. Und bei uns ist es so, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder der Schadenfall schon bei der Aufnahme, telefonisch, per Mail, wie auch immer, erfüllt gewisse Parameter. Also zum Beispiel ein Leitungswasserschaden, 3000 Euro, Erstreserve. Kann man sagen, da macht es Sinn, dass sich das jemand angucken geht, weil das auf jeden Fall bauliche Maßnahmen zur Folge hat. Man schauen muss, wie muss man das Objekt trocknen, was habe ich für ein Estrich drin, für eine Dämmung, was für Trocknungsverfahren wende ich an, braucht man für den Schaden einen Trockner, einen Sanierer, Handwerker, wie geht das Ganze vonstatten? Ist die Wohnung noch bewohnbar, habe ich Schimmel, muss da jemand rein, der sich genau damit auskennt, etc. Also diesen Schaden zu steuern.
Das ist die eine Möglichkeit, dass das schon direkt automatisch erfolgt und unsere Einheit dann quasi einen Hinweis bekommt. Achtung, Postleitzahl, Köln, bitte dahin. Oder es kann sein, dass ein Sachbearbeiter manuell sagt, das ist ein Schadenfall, da habe ich gewisse Fragezeichen. Die können in alle möglichen Richtungen gehen, von einfach nur technisch komplex oder die Beteiligten sind besonders betreuungsintensiv, weil überfordert mit der Situation. Mhm. Kann ja auch schon sein, dass das am Telefon oder rüberkommt. Zu große Summe halt auch, einfach ein Riesenschaden. Zu große Summe. Oder eben auch, ja, oder auch die Komponente, da gibt es Angaben, die für mich nicht so wirklich schlüssig sind. So. Ja. Auch dann kriegen wir einen Auftrag und dann fahren wir raus. Das heißt, vor Ort guckt ihr euch den Sachverhalt an, so wie die Polizei quasi auch, wenn die Spurensicherung macht, irgendwann im Tatort, sprecht mit den Personen, die irgendwie vor Ort waren und versucht erstmal den Sachverhalt zu klären, was genau passiert ist, mit ein bisschen ruhigeren Auftreten, wie die Leute selber, die ja betroffen sind, sind ja meistens irgendwie nervös und aufgeregt. Und klärt erstmal den Sachverhalt, oder? Und holt dann die Firmen hinzu, die man braucht. Ja, so kann man es sagen. Was soll ich jetzt sagen? Ja, ja, war eine geschlossene super. Frage. War eine geschlossene Frage. Stimmt, eine geschlossene Frage. Das ist schwierig zum Antworten, aber ist doch ja, richtig gewesen, oder? Ja, letztendlich geht es darum, ich meine, ich habe es eben schon mal angerissen, ein Wasserfleck an der Decke kann je nachdem, wie jemand drauf ist, wie jemand auch situiert ist im Leben, ganz unterschiedlich Auswirkungen haben. Es kann sein, dass der mich komplett erschüttert und aus der Bahn wirft und ich total überfordert bin. Mhm. Und es kann sein, dass ich einer bin, der sagt, ja, ist ein Wasserfleck, Wasser ist abgestellt, ich fahre jetzt erstmal in Urlaub. Mhm. Ja, total entspannt. Mhm. Das heißt, die Frage ist, man muss auch immer so ein bisschen schauen, ja, was hat der Kunde in dem Moment überhaupt für einen Bedarf, für ein Bedürfnis, auch für eine Erwartung, kommen wir auch noch drauf. Und wie können wir da bestmöglich helfen? Wie viele Versicherungsfälle gibt es denn in Deutschland so in diesem, also du bist ja so im Sachversicherungsbereich, also wenn ich jetzt mein Bein gebrochen habe und meine Unfallversicherung zahlt, betrifft es sicher nicht die Personenversicherung, so du machst jetzt nur Sachversicherung, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie viele Fälle gibt es denn? Die Frage überrumpelt mich total. Ich bin ganz ehrlich, ne? Ja. Wir haben uns ja zu einem offenen Gespräch verabredet. Ja. So Statistiken in dem Sinne, auf dem Niveau auch, sind nicht mein Daily Business. Mhm. Also damit beschäftige ich mich gar nicht. Kann ich also nur spekulieren und das will ich gar nicht, weil am Ende mache ich mich lächerlich. Also so große Zahlen kann ich dir gar nicht liefern. Können wir gerne recherchieren und dann einblenden, aber Und wie viel sind quasi bei der Gotha-Versicherung, wo du sagst, die sind jetzt irgendwie, dass die auf eurem Schirm landen, dass sie in irgendeiner Form ihr als Unterstützung hinzugezogen wird, also egal, ob es ein Betrug gewittert wird oder nicht, sondern einfach, wo ihr quasi hinzugerufen werdet? Da bin ich schon wieder etwas besser. Jetzt sind wir in meinem Mikrokosmos angekommen. Genau. Also da bewegen wir uns auch je nachdem, wie sich Jahre entwickeln. Es gibt mal Jahre, die sind besonders schadenträchtig, Unwetterereignisse. Das Ganze wird auch zunehmen. Auch dieses Jahr sind wir schon extrem angeschossen durch diese ganzen auch lokalen Starkregenereignisse, Sturmereignisse, Hagelereignisse. Da ist schon viel los gewesen. Und man bewegt sich irgendwo in so einem Korridor zwischen 20.000 und 30.000 dieser Besichtigung, die wir im Jahr machen. Mhm. Und wie viele Personen machen das dann in Deutschland bei euch? Bei der Gotha haben wir 61 Schadenregulierer. Haben die aber ordentlich was zu tun, ne? Die haben gut was zu tun, ja. Mhm. Wobei auch in dem Segment gibt es natürlich Dienstleister, ja, wo auch Externe eventuell so eine Besichtigung durchführen. Oder man auch sagt, in dem Fall, da sehe ich schon vom Schreibtisch aus, da muss ein Profi ran zu einer ganz konkreten Fragestellung. Dann gibt es Sachverständige in bestimmten Gebieten, wo man dann auch sagen kann, bitte, lieber Kollege, auch frei vom Markt, Gebäudesachverständiger, klär bitte ganz konkret diese Fragestellung. Beispiel, ich hatte letztlich in einem Schulkomplex Risse im Mauerwerk, im Beton, weil der Nachbar halt sein Gebäude abgerissen hat. Mhm, dann war halt die Frage, waren die Risse jetzt alt? Hat sich das Gebäude gesetzt? Wenn wir jetzt hier durch meinen Bunker gehen, finden wir auch ganz viele Risse. Das ist normal, dass ein Gebäude irgendwann durch ganz normale Setzungen sich auch Risse zeigen. Mhm. Da ist halt die Frage, ja, ist das jetzt infolge der Abrissarbeiten passiert oder nicht? Spannendes Feld, kann ich aber ehrlich gesagt nicht so beantworten. Dann kommen Profis mit rein. Das heißt, letztendlich ist es auch unsere Aufgabe, die Schäden bestmöglich zu steuern und die Leute zu involvieren, die wir brauchen, um am Ende ein solides Ergebnis zutage zu bringen. Wenn es irgendwie ein Hagelschaden ist, irgendwo im Großraum Köln und die Leute melden danach ihr Dings, sowas könnt ihr ja gar nicht abwickeln mit diesem Handvoll von Leuten. Da braucht ihr ja irgendwie Externe dazu. Nein, also gerade jetzt, also wir nennen das Kumulereignisse, also wenn auf einem Punkt
eine extrem hohe Stückzahl an Schäden entsteht. Ja. Gerade da haben wir eigentlich den Anspruch, mit unserer eigenen Mannschaft schlagkräftig vor Ort zu sein. Okay. Mhm. Weil unsere Regulierer sind halt so, dass sie auch Entscheidungskompetenz haben. Das heißt, wenn die beim Kunden draußen sind, können die sagen, zu dem und dem Kurs gehe ich mit, das Geld legen wir auf den Tisch. Und das gilt dann auch, wenn die Zusage vor Ort gemacht ist. Oder wenn eben auch Unklarheiten entstehen, können sie auch sagen, pass mal auf, da kriegen wir jetzt ein Problem. Ich habe das Gefühl, du bist hier nicht ganz bei der Wahrheit. Mhm. Ja, also wir sind da extrem schlagkräftig, wir können extrem schnell auch Zusagen machen. Und das ist auch unser Selbstverständnis eigentlich, auch gegenüber dem Vertrieb. Der Vertrieb, also die Kollegen, die die Produkte verkaufen, die haben ja, ich sag mal, bis zu dem Moment, wo der Schaden eintritt, eigentlich den Hauptkontakt zu ihren Kunden. Mhm. So, und da ist das Versprechen im Raum, wenn dir mal was passiert, steht der Laden da und hilft. Mhm, ja. So. Und das ist dann der Moment, wo wir auftreten können und eigentlich unsere Stärke spielen können und genau dieses Versprechen auch einlösen können. Das heißt, in diesen Kumulfällen geben wir ganz viel daran, wirklich selber präsent vor Ort zu sein. Mhm. Zum Teil in einer guten Zusammenarbeit mit dem Vertrieb und zum Teil eben so, dass wir die Aufträge, zum Teil kann man da die Straßenzüge ablaufen bei so einem Hagel. Ja, ne? Klar, natürlich. So, und dann von Gebäude zu Gebäude sagen so. Oder im Kfz-Bereich, dann gibt es Treffpunkte, wo die Beteiligten eingeladen werden mit ihrem Auto und dann ist das letztendlich schon fast eine Massenabfertigung. Anders geht es ja nicht. Ja, ne? Ist ja auch. Dass die Fahrzeuge da besichtigt werden und direkt auch Regulierungsangebote gemacht werden. Und wie sieht es aus im Bereich Versicherungsbetrug? Also was sind denn so häufige Felder, wo irgendwie auch wirklich betrogen wird? Also wo die Leute versuchen, Geld von der Versicherung zu bekommen, was ihnen schon bewusst nicht zusteht? Ja, da bin ich auch, ich sag mal, was jetzt die höhere Flugebene angeht, so ein bisschen im Zahlenmaterial, weil auch da aus meinem Mikrokosmos könnte ich da natürlich nicht so wirklich sprechen. Ja. Aber es gibt Statistiken, die die Branche so ein Stück weit übernommen hat. Aus eine ganz große Untersuchung war vom GdV, das ist der Gesamtverband der deutschen Versicherer, die in Auftrag gegeben haben, genau konkret zum Thema Versicherungsmissbrauch. Und da sind Dinge zutage gekommen, die eigentlich mittlerweile sich auch in den Medien immer wieder wiederfinden, sodass wir sagen, also auch das, was ich eingangs sagte, 90% der Menschen sind bei der Wahrheit, sind ehrlich, sind redlich. Echte Schadensfälle. So, 10%, da gucken wir genau hin. Mhm. So, das ist so eine, diese auf einer ganz hohen Flughöhe eigentlich, so eine Aussage, die ein Stück weit auch darauf fußt, unsere eigene Erfahrung, wenn wir unsere Betrugsstatistiken und Quoten nehmen, aber die auch eben branchenweit kommuniziert wird. Und wenn du jetzt fragst nach Schwerpunkt Sparten, dann kann man definitiv sagen, in der privaten Haftpflicht, die lädt quasi viele Menschen dazu ein, die Unwahrheit zu sagen. Und dann eigentlich direkt gefolgt auch von Hausratversicherung. Okay. Also Hausrat ist, ich habe jetzt deine Couch kaputt gemacht und war tatsächlich nicht der Fall. Solche Sachen sind es dann, oder? Also, oder was? Genau, also machen wir es mal. Also Gebäude ist klar, also das Haus. So. Ja. Und das Haus ist ja in irgendeiner Weise mit Inventar gefüllt. Mit Möbeln, mit Klamotten, mit allem. Mhm. In der Berufsschule hat man immer gesagt, wenn man das Haus umdreht, alles was rausfällt, ist Hausrat. Genau. Also als Abgrenzung. Genau, also das wäre der Hausrat. Mhm. Und das Gebäude, genauso wie der Hausrat, ist eben gewissen Risiken ausgesetzt. Und über Gebäude- und Hausratversicherung versichert man sich konkret gegen gewisse Risiken. Also, dass es brennt, dass es stürmt, dass jemand einbricht und Hausrat entwendet, dass Leitungswasser austritt, dass Starkregen kommt. Ja? Das sind ganz konkrete Risiken. In der Haftpflichtversicherung ist es ein bisschen anders. Da habe ich keine konkreten Risiken, sondern ich setze mich mit dem Umstand auseinander, dass der Kunde einen Dritten schädigt. Mhm. Als Kunde mache bei irgendjemand anders was kaputt. Genau. Genau. Was kaputt oder, oder beschädige mal irgendeine Form. Du machst was kaputt, genau. Und dann ist immer die Frage, schuldest du als Kunde jetzt Schadenersatz, ja oder nein? Und die Haftpflichtversicherung beschäftigt sich dann, ich sag mal, im Eingang mit zwei Fragen. Erstens, ist dieser Schadenersatzanspruch, der geltend gemacht wird, oder auch das Handeln des Kunden, ist das grundsätzlich jetzt erstmal ein versicherter Schadenfall? Mhm. Und wenn ja, beschäftigen wir uns mit der Frage, wie ist denn die Haftung zu bewerten? Mhm. Muss der Kunde, so wie sich die Konstellation stellt, muss der Kunde dem Geschädigten den Schaden ersetzen? Oder stellt der Geschädigte hier einen Anspruch, der ihm gar nicht zusteht? Ja. So, das ist aber
unabhängig von gewissen Gefahren und das ist unabhängig von Dingen, die beschädigt wurden. Also in der Haftpflichtversicherung können wir über das Gebäude reden, genauso wie über das Auto, genauso wie über den Hausrat oder meinen Hund oder was auch immer. Ja. Mhm. Ja? Mhm. Aber das sind die eigentlich die Kernsparten, also private Haftpflicht und Hausrat. Und da ganz stark eben auch Elektronikartikel. Letztendlich ist es auch nachvollziehbar. Das, womit wir tagtäglich hantieren, ja, wie oft haben wir unser Handy in der Hand, wie oft daddeln wir mit einem Laptop, Ladekabel dran, mal eben am Tisch vorbei, runtergezogen, fällt auf den Boden. Mal unabhängig davon, wem das jetzt passiert ist. Ja. Aber das sind, sag ich mal, Dinge, die einem besonderen Risiko ausgesetzt sind, weil wir sie stark frequentiert nutzen. Mhm. Ja. Und weil sie auch, ich sag mal, im Geldbeutel ein bisschen wehtun, ne? Wenn so ein niegelnagelneues Handy kaputt ist. Bei Kleinigkeiten melden sich die Leute vielleicht auch gar nicht bei der Versicherung, aber bei einer Couch halt schon. Bei einer Couch schon, genau. Und dann ist eben die Frage, wie ich hatte ja eben gesagt, die Haftpflichtversicherung lädt dazu ein. Da bin ich eben nicht in diesem Korsett, ja, ich brauche einen versicherten Schadenfall. Also im Gebäudebereich zum Beispiel muss es ja ein Brandereignis geben, damit das Sofa beschädigt ist. Und dann ist ja die Frage, okay, wie hat sich der Brand denn zugetragen? Also den zu fingieren ist viel schwieriger, als irgendwann feststellen, okay, da habe ich einen Schadenfall, der ist aber vielleicht nicht in so einer klassischen Gefahr versichert. Und ich überlege mir jetzt, okay, über die Haftpflicht erzähle ich jetzt einfach mit meinem Kumpel, mit meinen Familienangehörigen, wie auch immer, irgendeine Story, damit es die Haftpflicht halt übernimmt. Also wenn mir halt meine Kamera in den Fluss fällt dann, oder in den Bodensee fällt, ja zum Beispiel, dann ist es nicht einfacher, so eine Geschichte zu erzählen, ist auch schlecht nachvollziehbar, als wenn ich jetzt sage, mein Haus hat gebrannt. Da kannst du nicht faken. Schwieriger. Definitiv, ja, klar. Ja. Jetzt ist das Abhandenkommen von Sachen schon wieder so ein Spezialfall. Okay, also mir fällt dein Handy runter. So muss es dann, wenn dann sein. Ja. Nicht mein Handy fällt mir selber runter. Mhm. Ja, jetzt müssen wir gucken. Fällt es runter oder fällt es im Bodensee? In dem Fall ist es im Bodensee gefallen, ja. Ja. Also auch da. Wäre das dann gar kein Schadensfall? Mittlerweile schon. Ah, okay. Mittlerweile meistens schon. Okay. das ist halt immer. Jetzt sind wir genau bei diesem ja Kleingedruckten. Deswegen kann man sowas ja auch studieren, ja, was nicht so einfach ist. Richtig. Ja. Nein, aber das ist in der Tat auch ein Thema, wo ich sage, das treibt mich an, auch einfach mal darüber zu sprechen, ruhig auch in so einer locker, flockigen Atmosphäre, weil ich glaube schon, das ist ja genau das, was uns als Branche auch vorgeworfen wird, dass wir dann immer, wenn es dann ernst wird, irgendeinen Paragraphen aus dem Ärmel ziehen und dann nicht bezahlen müssen. Irgendwie also dieses Grund Image. Suchen, nicht zahlen zu müssen. So dieses Image. Ja. Und letztendlich, das ist das, was mich momentan antreibt, jetzt auch einfach mal so ein Gespräch über diese Themen zu führen, weil ich sage, wir haben dieses immaterielle Gut und irgendwie muss ja in eine Form gegossen werden, was ist denn jetzt versichert und was nicht. So, und ich sage jetzt, das Fallen in den Bodensee in einem Privathaftpflichtfall, heute ist es wahrscheinlich versichert, weil die zumindest mal die Top-Produkte, ich kann da ja auch Basis, Mittel, Top mit Sternchen, ja, wie das immer so ist, was ich bezahlen will, kriege ich auch. In den Top-Produkten ist es dann eben so, dass ich auch das Abhandenkommen von Sachen in den Versicherungsschutz einschließen kann. Ja? Manchmal noch mit einer Selbstbeteiligung, manchmal aber auch ohne. Manchmal aber auch mit Sublimits, dass der Versicherer sagt, bis 5.000 Euro bezahlen wir solche Fälle, darüber hinaus nicht oder bis 10. Oder da muss man halt wirklich tatsächlich, Kleingedruckte klingt so negativ, aber muss man sich fragen, was habe ich für ein Risiko, was möchte ich versichern und wofür zahle ich auch äquivalent eine Prämie. Mhm. So. Und früher war es zum Beispiel so, wenn man sich mal den Werdegang der Haftpflichtversicherung als Produkt anschaut, dann war halt klassisch, das Abhandenkommen von Sachen war nicht versichert. Mhm. Weil man eben nicht die Beschädigung hat, wo man prüfen kann, machen kann, sondern einfach weg ist halt ein bisschen dünn. Ja. So. Ja. Mhm. Mittlerweile aber Serviceanspruch bieten die Versicherer immer mehr an und mittlerweile ist es eigentlich so, dass man es in seinen Produkten gedeckt hat. Das heißt, am meisten Schadensfälle oder auch Betrugsfälle oder Verdachtsfälle hast du eigentlich rund um das Thema irgendwie Handy, eine Kamera, Fernseher, Couch, irgend so in diesem Bereich, oder? Ja, da häuft es sich, aber auch schon, und da kann sich jeder auch an die eigene Nase fassen, wenn ich Handwerker im Haus habe, da ist jetzt auch die Frage, wo geht der Betrug los? Ich hatte jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir reden auch vielleicht mal über Erwartungshaltung. Mhm. Nehmen wir jetzt einfach mal den Leitungswasserschaden. Ja? Ich habe im Raum eine Ecke betroffen, meistens weil ich eine Grenzwand zur Küche, zum Badezimmer, da wo halt Leitungen laufen. So, dann gibt es eine Undichtigkeit, dann habe ich eine Ecke betroffen. Ja. Muss jetzt deshalb
der ganze Raum renoviert werden, inklusive Decke und Boden, oder eben nur die betroffene Stelle. Was habe ich da für eine Erwartungshaltung? Mhm. So, wenn ich dann einen Handwerker habe, der wird mir natürlich immer sagen, ja, muss ich alles neu. Das ganze Haus. Drei Wochen Baustelle. Ne? So, ja, ja. Genau. Ja. Mhm. Also wie weit geht das? Und das letztendlich in so ein realistisches, gesundes Maß zurück. Mhm. Weil es geht ja gar nicht darum zu sagen, nee, Kunde, wir pinseln dir da ein bisschen mit Edding den Fleck weg, sondern irgendwo realistisch. Mhm. Und dann gibt es eben Handwerksbetriebe, die da übertreiben, die auch einen Schadenfall aufbauschen. Ja, die sagen, hier, die Wand, die müssen wir komplett abreißen. Mhm. Ja. Bei Rigips zugegebenermaßen ist das immer so eine Frage. Wenn Rigips nass wird, gucke ich auch immer genau hin, wie sieht es denn dahinter aus? Ich habe Hohlräume, ja. Ich habe eine Dämmung. Wenn das nicht vernünftig saniert ist, kann es sein, dass da was schimmelt. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich auf die ganze Länge da über 8 Meter eine Rigipswand neu mache, sondern irgendwo, ja, schauen muss, inwieweit das passt. Und dann ist eben die Frage, okay, sind wir denn jetzt von den Arbeiten, die da gemacht werden, das erlebe ich halt auch ganz oft, dass in Rechnungen, vielleicht nicht in Wort und Schrift und Zahl, aber indirekt noch die Sanierung von einem Nebenraum mit drin steckt. Mhm, also machen wir mal ganz platt. Wenn jetzt hier das Beziehen des Kissens 50 Euro kostet und dann steht aber auf dem Kostenvorschlag Beziehen des Kissens 100 Euro, ja, dann weiß ich halt, okay, er bezieht das neu und das auch, weil dort ist halt schon 5 Jahre alt. Mhm, so. Und da geht, das ist so fließend. Das stimmt. Und da geht es um Erwartungshaltung, um Unrechtsbewusstsein. Und meiner Meinung nach ist es eben auch ein Straftatbestand. Und da gibt es verschiedene Akteure. Das kann sein, dass der Kunde das treibt. Es kann aber auch sein, dass der Handwerker aus einem eigenen Umsatzinteresse das dem Kunden schmackhaft macht. Mhm. Komm, lass uns doch da. Machen wir immer so, fällt nie auf. So, facettenreich. Also ich will da gar nicht gegen einen persönlich böse schießen, sondern letztendlich sind es alle Beteiligten bei so einem Schadenfall, die da einen Einfluss haben können. Empfinden die Leute so eine Versicherung als so einen Selbstbedienungsladen dann? Also da hatten wir es im Vorfeld ja auch schon davon, wie empfinden die Leute heute eine Versicherung? Also fühlen sich irgendwie dazugehörig, sagen, es ist ein Selbstbedienungsladen, hat es irgendwie einen Stellenwert für sie oder ist es einfach nur so eine großer Konzern, wo ich mir auch mal wieder was zurückhole, was ich seit Jahren zahle? Also ich bin kein Freund von so Pauschalierung. Aber zumindest habe ich eine offene Frage gestellt und keine geschlossene. Ja, deshalb hast du mich auch direkt wieder in den Grübelmodus versetzt. Ich hatte letztens ein schönes Beispiel, da hat sich tatsächlich auch eine Kundin dann beschwert. Auch wieder Erwartungen, vielleicht nicht erfüllt. Die Frage ist, war die Erwartung realistisch oder nicht? Die sagte dann, ich habe jetzt seit so und so vielen Jahren Tausende von Euros jährlich an euch bezahlt und jetzt habe ich einmal was und dann fangt ihr an, hier rum zu diskutieren. Mhm, ja. Nach meinem Dafürhalten war der Fall tatsächlich wirklich mehr als fair bewertet und müsste eigentlich der Drops gelutscht sein, sage ich mal. Ich habe dann in die Verträge natürlich reingeschaut und ich sehe halt, okay, sie unterhält eine Altersvorsorge bei uns. Ja, also und zudem noch ein Produkt, was, klar, langjährige Kundin, schon lange besteht. Also auch noch eine sehr gute für aktuelle Zeiten, sehr gute Garantieverzinsung hat. Also eigentlich ein Produkt, wo man sagen kann, ach gut, dass ich es in der Tasche habe. Und dann ist aber von der Erwartung, von der Empfindung her so, ja, ich zahle an die Gotha jedes Jahr, weiß ich nicht, 2000 Euro, aber dass 1.500 davon eigentlich meine persönliche Altersvorsorge sind, die ich irgendwann wiederkriege, ist dann gar nicht so richtig auf dem Schirm gewesen. Ne? Sie sieht quasi nur die Überweisung, die weggeht. Genau, monatlich. Kohle geht weg und ich weiß überhaupt nicht, wofür so richtig. Mhm. Dieses Thema immaterielles Gut. Also was ist eigentlich mein ganz persönlicher Gegenwert, mein Nutzen? Mhm. Da fehlt es manchmal am Verständnis. Ich glaube, die Deutschen versichern sich halt auch sehr gerne so mit allem, was irgendwie möglich ist, oder? Also die Idee einer Versicherung ist ja eigentlich die Absicherung eines großen Risikos, was dich persönlich auch total überfordern würde finanziell oder eine Firma. Das war ja so die Idee, man schließt sie zusammen in Schifffahrtsgesellschaften. Das war ja so das erste Modell davon, um Risiken nach Indien, die Fahrt zu minimieren für den Einzelnen. Und heute haben die Leute auch so die Erwartungshaltung, es muss irgendwie so alles von irgendjemand gezahlt werden, oder? Also da ist auch wieder eine sehr pauschale Aussage, aber ja, da gehe ich mit. Ich glaube, so ein Stück weit entwickelt sich unsere Gesellschaft dahin oder ist dahin entwickelt. Geiz ist geil und jetzt habe ich einen Schaden, irgendwer muss doch jetzt dafür aufkommen. Ja. Ob das jetzt der Staat ist oder eine Gemeinde oder eine Versicherung. Ja, also dass wir selber immer noch Lebewesen sind, die irgendwo autark sind, die Risiken ausgesetzt sind im Leben. Für ihr Handeln selber verantwortlich sind. Selbstverantwortlich sind.
ja, da, dieses Bewusstsein dafür geht, glaube ich, bei manchen, nicht bei allen, aber bei manchen geht es zurück. Und ich glaube, die Zahl derer nimmt zu, ja. Dass man irgendwie so eine Vollkasko-Mentalität. Mhm. Irgendeiner ist ja jetzt dafür zuständig, mir jetzt zu helfen. Definitiv. Aber wir sind von der Frage her irgendwo anders hergekommen, oder? Nee, ich glaube, genau das war die Frage. Wir können ja nochmal zurückspulen. Nein, es ging quasi um dieses, diese Absicherung dieser von großen Risiken eigentlich, die man früher abgesichert hat. Und heute sichert man auch irgendwie alles ab in Deutschland. Ja. Auch also da. Vom Handy, von Unfall, von Rente, also irgendwie so alles ist gefühlt abgesichert. Ja. Und auch da stelle ich, also ich nochmal, ich will ja gar nicht jetzt gegen den Bösen, gegen die Gesellschaft oder was schießen, sondern auch die Branche muss ich mal an die Nase packen. Ich meine, wir bieten ja die Produkte an. Mhm. Also ich zum Beispiel stehe jetzt vor der Frage, wie ich mein nächstes Auto versichere. Und zum Beispiel die Vollkasko, da werde ich mir mindestens mal 1.000 Euro Selbstbeteiligung gönnen. Ja? Weil ich sage, für so kleinere Geschichten habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust, Formulare auszufüllen, irgendwem zu erklären, wann ich von A nach B gefahren bin und mir irgendein Eber vors Auto gerannt ist oder was. Ja? Also wenn es ein Lackkratzer ist, dann überlege ich mir selber, fahre ich jetzt mit dem Kratzer oder gehe ich zu irgendeinem Doktor und lasse das machen. Wohlweislich, letztendlich ist es auch eine Frage von Risikotragfähigkeit. Also wenn mir jetzt 1.000 Euro, wenn die mich komplett aus der Bahn werfen, so, dann muss ich überlegen, sichere ich dieses Risiko ab, ja oder nein? Ich habe jetzt vielleicht den Luxus, dass ich sagen kann, 1.000 Euro, die habe ich noch irgendwo in einem Sparstrumpf. Ja? Dafür zahlst du ja monatlich auch weniger. Dafür zahle ich auch weniger, aber es ist letztendlich auch so eine Mindset-Frage. Und das ist das, wo ich eigentlich drauf hinaus will. Ich will gar nicht sagen, so oder so ist es richtig, sondern ich will eigentlich nur dazu anregen, sich die richtigen Gedanken zu machen und dann eigentlich eine bewusste Entscheidung zu fällen. Kommt hier der Ei. Anprall von Luftfahrzeugen ist auch versichert. Wir brauchen uns keine Sorgen. Ziemlich laut hier, aber. Und wenn es uns trifft, dann, dann gibt es einen Flugpool, einen Flughaftpflichtversicherer, die kommen dann für unsere Schäden. Sehr gut. Also unsere Nachkommen sind sehr abgesichert. Ja. Ja, genau. Naja. Unsere Nachkommen, ja. Genau. Ja, unsere kleinen Kinder. Okay, genau. Das waren die Fragen, die ich jetzt mal aktuell hatte zum Thema Versicherung oder Schadensermittler oder Regulierer. Ja. Wie mehr interessiert dich nicht zum Thema Versicherung? Versicherung ist so spannend. Nee, da kommen wir noch dazu, aber jetzt kommen wir zum Thema, spannenden Thema RTL. RTL, ja. Das interessiert bestimmt auch viele Leute. Ja. Ja. Also du bist bei RTL, bei die Versicherungsdetektive seit, wir haben geschätzt, ich habe gesagt, seit 6, 8 Jahre, also im Durchschnitt kommen wir auf 7 Jahre, bist du dort aktiv. Ich glaube, die Serie gibt es seit 8 Jahren. Aber na, die jetzt tatsächlich schon im 10. Jahr. Ehrlich, dann habe ich mir wahrscheinlich jetzt vertan, das sind wahrscheinlich 6 alles Jahre. Alles gut. Genau. Und es gibt schon unfassbar lang. Also das kann man tatsächlich sagen, für ein Format, ich sag mal, in dieser Liga, in der wir da spielen, wir sind ja jetzt keine Reportage irgendwie auf Arte oder sonst wie, sondern wir sind ein Primetime-Format, nicht öffentlich-rechtlich, im Privatfernsehen. Mhm. Unfassbar lang. Also ich weiß nicht, ob es eins gibt, was es länger gab. Wenn, dann wenige. Also sehr, sehr erfolgreiches ist schon, also Format. 8 Jahre oder 10 Jahre ist schon wirklich sehr, sehr lang. Ist verdammt lang. Genau. Wir gucken auf jeden Fall uns nachher mal so ein Intro oder so ein Trailer oder sowas an von den Versicherungsdetektiven. Gucken wir uns auf jeden Fall gleich mal an. Weil es startet nämlich jetzt auch diese Woche gerade. Also direkt passt, dass wir hier zusammensitzen. Ja. Ist übrigens wirklich nur Zufall. Gell? Also 21. geht's los. 21. Juli. Ja. Keine Werbeshow hier oder ähnliches. Wie bist du dazu gekommen überhaupt? Es gibt ein Format, also wir laufen ja auf RTL mit dem Format und es gibt da so ein Format, das nennt sich 30 Minuten Deutschland und das ist ein Format, ich glaube, das kommt einmal die Woche, sehr spät in der Nacht. Mir wurde mal gesagt, das ist so ein Format, wo Redakteure sich ein bisschen ausprobieren können mit neuen Ideen und schauen können, kann ich irgendwie eine Story erzählen, ein Produkt bauen, was irgendwie die Fernsehlandschaft, die Zuschauer interessiert. Und da war einst ein findiger Redakteur, der halt die Idee hatte, lass uns doch mal Schadenregulierer bei der Arbeit begleiten. Und dann kam das eben in diesem Format. Und für dieses Format wurde das erstmalig gemacht. Da war der Patrick Hufen von der Coburg, war da damals schon dabei und aus unserem Haus ein Kollege von mir. Und der hat das dann auch die ersten 2-3 Jahre gemacht. Genau. Und irgendwann kam die Frage auf, Gotha, habt ihr ein bisschen mehr Fälle? Weil so ein bisschen das Ziel war eigentlich, dass beide Versicherer gleichmäßig da vertreten sind, weil
keines, also weder RTL noch die Hukobok noch die Gotha irgendwie ein Interesse hatte, da jetzt irgendwie so ganz präsent einen vorzustellen, sondern es sollte eine Reportage sein über die Arbeit der Schadenregulierer und deshalb hatten eigentlich die drei das Commitment miteinander, irgendwo so eine gleiche Vertretung. Und daraus ist dann zwischenzeitlich mal kurz resultiert die Idee, ja, habt ihr nicht noch mehr Regulierer, sodass die Fälle haben und da auch eine Begleitung stattfinden kann? Und dann haben wir aber als Regulierer relativ schnell, ich war zu dem Zeitpunkt noch wirklich 100% Vollblutregulierer, haben wir gesagt, das macht keinen Sinn. Also wir fischen ja alle im gleichen Teich Gotha-Schadenfälle und es macht gar keinen Sinn, dass wir uns da wechselseitig die Dinger rausziehen. Das sollte einer weitermachen. Und mit der Frage, wer macht weiter, haben wir auf kollegialer Ebene gesagt, die entscheiden das nicht, das soll Gotha RTL, die sollen es entscheiden. Ja. Letztendlich hat es RTL dann auch entschieden, auch aus der Idee, ja, wie passen die Charaktere in dem Format am besten zusammen? Der Patrick Hufen ist gesetzt. Wen wollen die Leute auch sehen, natürlich auch? Ja. Und dann ist die Entscheidung auf mich gefallen. Und so bin ich da tatsächlich zugekommen. Am Anfang war einfach nur die Frage, willst du da mal mitmachen? Da geht mein Team raus. Und dann ist ja auch erstmal die Frage, kann ich das überhaupt? Also dieses Arbeiten mit der Kamera ist was Spezielles. Und auch für mich ganz persönlich, ich habe mir die Entscheidung, weiß Gott, nicht einfach gemacht. Ich hatte da auch einige schlaflose Nächte, weil ich echt Respekt davor hatte. Was macht das mit mir persönlich? Werde ich mich persönlich verändern? Werde ich, ich weiß nicht... Abgehoben? Abgehoben, ein Arsch. Dass am Ende meine Freunde sich vor mir abkehren, weil sie sagen, ey, du Pfeife, wir kennen und mögen dich anders. Ja. So, ja. Hatte ich echt Angst vor. Und das, oder das blamiert man sich natürlich auch vor der Kamera. Ich meine, ich merke es auch nur wie so ein Interview. Ja. Die ersten Interviews, da bist du nicht sehr unsicher noch und weißt nicht, wie funktioniert das alles. Fühlst dich ja ganz anders wie irgendwie nach dem 10., nach dem 20. Interview. Ja? Also ja. So ist am Anfang sicherlich genauso gewesen. Ja. Also kann ich bestätigen. Also mittlerweile, Kamera an, aus, ist mir eigentlich Fritte. Also komme ich sehr gut mit klar. Ja. Aber das waren tatsächlich so die Dinge. Und genau, wie du sagst, auch die Frage, okay, das, ich hatte dann so von hier Stefan Raab, The Martian Rotzahlen, ja. Also, da bist du einmal irgendwo medial und sagst Martian Rotzahlen und dann wirst du da durch so eine Mühle gehen. Da hatte ich echt Respekt vor, ne? Mhm. Und da muss ich aber sagen, bisher toi toi toi, alles gut gegangen. Ja. Gab es irgendwelche Heiratsanträge von weiblichen Fans? Oh, da möchte ich drüber reden. Ah, lieber nicht. Ich habe die noch nicht alle gelesen. Erkenne ich die Leute dann auf der Straße eigentlich wieder? Sie, ah, hallo! Und wir haben dich erst gestern gesehen und irgend so? Ja, also jein. Ich muss sagen, sehr angenehm. Also ich merke, also erstmal ist es eine Staffelproduktion, das heißt, immer wenn wir laufen, Jahr für Jahr, meistens, also immer im Sommer eigentlich bisher sind wir gelaufen. Da merkt man es deutlich. Also einmal, dass die Menschen mich erkennen, ja. Mhm. Ist aber auch sehr interessant, wer mich erkennt. Daran sieht man auch, wer ist so Hauptzuschauer-Klientel. Okay. Also gerade jetzt, wenn ich jetzt Handwerker oder so treffe, ganz viele dieser hier, die können mich auch ganz klar zuordnen auf das Format. Oder wenn ich jetzt mir beim Bäcker ein Brötchen hole oder so. Also die Friseur, also die erkennen mich. Oder die sind vielleicht auch von ihrem Naturell so, dass sie einfach... Dass sie einen mehr ansprechen. Genau, dass sie es ausdrücken und sagen, hey, ich freue mich gerade, dich zu sehen. Und dass das eher so dann rauskommt, kann auch sein. Aber ich nehme auch viele wahr, die tuscheln. Aber mich nicht ansprechen. Das kommt zum Glück selten vor. Das wäre tatsächlich, das wäre mir unangenehm. Wenn einer so ungefragt... Ich habe es einmal erlebt auf dem Straßenfest im Ort. Wo dann auch einer so, wo ich gemerkt habe, der sucht gerade so ein Foto und schießt da und da war auch die Familie dabei, das war eine unangenehm. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, wirklich durchweg, also ich hatte bisher keinen Arsch, der mir hinterher pöbelt oder mich auch irgendwie angeht oder so, ist mir bisher komplett ferngeblieben. Vielleicht auch unsere Körpergröße, die da ein bisschen was zu beiträgt. Aber das hätte ja auch sein können, weil ich meine, Schadenermittler oder Regulierer sind ja Leute, die auch mit Personen zu tun haben, die vielleicht ihren Schaden nicht ersetzt bekommen haben. Ja. Da könntest du ja auch so die Person sein, auf die man sich nachher fokussiert, wenn man dich auf der Straße sieht, weißt du? Ja, wobei wir momentan noch genau aus diesem aus der Blickrichtung sprechen, der Zuschauer erkennt mich. Ja. Und da gibt es dann durchaus auch die dann mich ganz nett, und das freut mich auch tatsächlich immer, auch ansprechen und sagen, entschuldigen Sie mal, ich habe mal eine Frage. Also echt total angenehm. Ja, und dann kurzer Wortwechsel und das war's. Oder eben die Menschen, wo ich merke, okay, und das ist, glaube ich, das Grobe.
die denken, ey, irgendwoher kenne ich den. Aber die kriegen es nicht so richtig zugeordnet. Und das ist aber was extrem Schönes. Das ist was Bereicherndes, weil das ist so ein Öffner. Und wenn ich selber dann, wenn ich durch den Baumarkt gehe und ich möchte irgendwen ansprechen, ich brauche vielleicht auch Unterstützung von einem. Und der hat das Gefühl, den kenne ich doch immer. Das ist so, also das ist ein Vorteil. Mhm. Das ist echt ein Vorteil. Gar nicht mal, weil also in den meisten Fällen zu 99% kommt es gar nicht so weit, dass wir darüber reden, woher kenne ich dich. Aber es ist so ein Öffner, Menschen nehmen einen leichter an. Ist, genau, nimmt einen leichter an, er ist viel freundlicher, ist irgendwie, irgendwie so ein bisschen vertraut schon. Ja, und das ist echt ein Riesenvorteil, den ich da entdeckt habe an der Stelle. Und ich gehe dadurch einfach so beschwingter, einfacher, leichter durchs Leben und auf Menschen so zu, die ich antreffe. Das ist echt super. Und jetzt sagst, Zielscheibe werden, hatte ich am Anfang natürlich auch Respekt vor oder die Sorge davor, aber ich muss sagen, in der, ich sag jetzt mal, Rolle Schadenermittler, Versicherungsdetektiv, Rolle verwende ich deshalb nicht so gerne den Begriff, weil das klingt so nach Schauspieler und das ist ganz wichtig zu sagen, also das Format, das ist alles echt. Mhm. Die Kunden sind echt, das sind die echten Termine, das ist der echte Schadenfall, da wird nichts gescriptet, gespielt oder sonst was. Deshalb gefallen mir diese Vokabeln nicht, aber jeder von uns hat diverse Rollen. Ich bin Vater, ich bin Mitarbeiter der Gotha, ich bin jetzt hier als, weiß ich nicht, derjenige, den man aus dem Fernsehen kennt, dein Gesprächspartner. Also jeder von uns hat Rollen. Ich bin Sohn, ich bin Enkel, so, alles Rollen. Ja. Und in dieser Rolle, Timo Heidmann, bekannt aus dem Fernsehen, werde ich wahrgenommen aus zwei Blickrichtungen. Einmal entweder der Ermittler, der Wahrheit auf der Spur, derjenige, der die Wahrheit finden will, der für Gerechtigkeit sorgt, oder der Helfer. Also wenn wir den Schadenfall haben, wo es jetzt wo kein Krawall ist, sondern wo halt okay passt, dann suchen wir auch eine Lösung. Und diese zwei Rollen, entweder helfen oder für Gerechtigkeit sorgen, die sind bei den Menschen extrem positiv behaftet. Ja. Also ich will jetzt ja gar nicht weiter mit Vokabeln, aber ich sag mal, wenn man in die Historie guckt, die Menschen, die so durchs Land geritten sind und halt für Gerechtigkeit und Hilfe und Schutz gesorgt haben, das waren starke Persönlichkeiten, die positiv behaftet waren. Und ich glaube, insofern habe ich da nicht so viel Gefahr, aus der Rolle raus in irgendeinen Angriff zu gelangen. Du machst das schon so viele Jahre. Also und ich polarisiere auch nicht in irgendeine Richtung, dass ich jetzt da irgendwie Menschen schlecht behandeln oder so, dass sich jemand da solidarisiert fühlen sollte, mich jetzt mal endlich abzustrafen, wo er die Gelegenheit hat. Genau. Das ist nicht so. Was sind das jetzt für Fälle? Also sind das quasi echte Kunden eurer Zahlversicherung? Das sind quasi echte Fälle. Wissen die, dass ihr dann jetzt irgendwie kommt oder sagen dann auch Leute, nee, ich will nicht, dass die Kamera kommt? Wie läuft denn so ein Dreh ab? Ist interessant, wie wir immer wieder auf Dinge zurückkommen, die wir schon so, das ist cool. Weil es gibt ja auch hier kein Drehbuch. Ja, genau. Aber wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, wann kommt überhaupt ein Schadenregulierer ins Spiel? So. Und das ist das Gleiche. Wir sagen jetzt, also wir sagen immer, Jahr für Jahr entscheidet RTL, gibt es eine weitere Produktion? Ja, nein. Ja. Und Jahr für Jahr wird auch die Gotha gefragt, seid ihr wieder dabei? Und auch ich werde gefragt, bist du nochmal dabei? So, das heißt, es ist dann so, jetzt am Sonntag geht die Folge los. Wir laufen mit acht Folgen. Das heißt, 2 Monate sind wir auf dem Sender. Und dann wird RTL schauen, wie kommt das an? Ist es nach wie vor ein Format, womit wir irgendwie Zuschauer erreichen oder nicht? Oder so. Ausgelutscht. Und ist es ausgelutscht? Ja. Genau. Ja. Und wenn es heißt, es soll weitergehen, so dann ist erstmal noch mal ein bisschen durchatmen, so einen Monat, ja, und irgendwann sind dann alle Haken an den Checklisten und das heißt, okay, wir legen wieder los. Und das sieht dann so aus, recht platt, da kriegen die leitenden Kollegen unserer Schadenaufnahmeeinheiten, unserer Schadenregulierungseinheiten, da gibt es eine Mail verteilen, dann heißt hier, Heidmann braucht wieder Fälle. Und ich habe mittlerweile ein Team um mich herum, weil mit diesem Wechsel in die Führungsrolle vor 3 Jahren, 3,5, habe ich gesagt, also diese Rolle als Schadenregulierer mit jetzt auch noch RTL kriege ich parallel nicht mehr einfach so bewältigt. Ich brauche ein Team um mich herum, was mich unterstützt. Ja. Und das heißt, dann gibt es Fallempfehlungen. Also immer, wenn bei der Gotha aus Schadenaufnahme oder Schadenbearbeitung ein Kollegin das Gefühl hat, das könnte doch was für RTL sein, dann kriegen wir das zugespielt. So. Und könnte was sein. Das sind natürlich die Fälle, wo wir sagen, da gibt es Ungereimtheiten. Das verstehen wir nicht. Das ist irgendwie fernab unserer
unserer normalen Erwartung, wenn ich jetzt einen Sturmschaden gemeldet bekomme, dann sieht der so aus. Und wenn der Sturmschaden jetzt total merkwürdig aussieht, weil alles schon, weiß ich nicht, 100 Jahre verschimmelt aussieht, so, dann komisch, sollte sich einer angucken. Einer kann sein, ah, der Heidmann braucht ja wieder Fälle, gebe ich zum Heidmann rüber, in sein Team. So. Und so kommt das dann. Und dann habe ich einen Kollegen, ich sag mal, ja, der ist Profi darin, ja, die Fälle sich auch anzuschauen mittlerweile und ja, zu entscheiden auch schon, ist das was, passt das nicht, weil, naja, also ich will es einfach mal so frei. Wir haben diesen Versicherungsmissbrauch, der zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten, auch durch alle Altersklassen, wobei wir auch da Schwerpunkte sehen, also Unrechtsbewusstsein gerade bei Jüngeren ist ein Thema. Auch ein Antrieb für mich zu sagen, vielleicht mal im Bereich Social Media eine Message senden. Kommen wir auch noch zu. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Und mich nochmal. Achso, genau, ja, ich habe ihn wieder. Habe ihn wieder gefunden. Habe ihn wieder gefunden, alles gut. Nee, da ist dann jetzt die Frage, wann ist ein Fall tatsächlich, also aus Versicherungssicht kann das Beschiss sein zum Himmel und wir könnten den als Betrugsfall feiern und sanktionieren und machen und tun. Es kann aber sein, dass der Fall halt fürs Fernsehen trotzdem nicht geeignet ist. Weil natürlich haben wir, unterm Strich machen wir da nichts, was uns selber schadet. Also am Ende muss von der Message her, muss das natürlich ein Fall sein, wo klar ist, so, da hat jemand es nicht gut gemeint mit der Gesellschaft, beziehungsweise ja, eigentlich sind es ja alle Kunden, die redlich ihre Prämie zahlen und die sollen jetzt einen Schadenfall bezahlen, der einem nicht zusteht. Ja. So, und da in diesem Fahrwasser wollen wir natürlich auch die Message rüberbringen, dass wir sagen, das ist ein No-Go, das geht nicht und da setzen wir auch was gegen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die 90-jährige Oma haben, ja, die in ihrem Haus einen Schaden hatte und dies nicht so genau nimmt mit der Wahrheit, dann ist sie juristisch gesehen genauso eine Betrügerin wie, weiß ich nicht, du oder ich, wenn wir die gleiche Konstellation abziehen. Ja. Mhm. Aber eine 90-jährige Dame mit ihrem Rollator und Hörgerät, die kann man medial in dieser Rolle nicht nehmen, um die Message rüberzubringen. Ja. Mhm. Da verlierst du. Ja, genau, du verlierst und die ist auch total überfordert damit. Genau. Ja. Und insofern würden wir uns an der Stelle selber schaden und natürlich haben wir kein Interesse, uns selber zu schaden. Ja? Also es hat einen normalen Fall, keine Ahnung, ich habe jetzt hier ein Brandloch in deine Couch reingemacht, jetzt kommt ihr quasi im Versicherungsteam, sagt ihr, das wäre jetzt ein Fall dafür, gehen wir nachher aus. Auch von der Frage sind wir wieder gekommen. Ja genau, ich komme wieder zurück also zu der Frage. Also der Kollege von mir, wir haben diese Vielzahl an Fällen und deshalb sage ich, der ist mittlerweile auch Profi darin schon, das, was ich quasi vorher gemacht habe und auch lernen musste, was taugt nicht, kann er mittlerweile auch. Das heißt, der kann da schon ganz gut selektieren. Manchmal kriegen wir auch Empfehlungen, wo wir sagen, ja, das kriegt man aber in einem Ortstermin vor Ort nicht so einfach erledigt. Ja, da braucht man mehrere Ermittlungsschritte. Und dann passt auch wieder nicht wahrscheinlich. Ja, dann wird es zumindest schon wieder schwierig, weil ich muss ja den Fall auch irgendwie erzählt bekommen. Ja. Das heißt, im Idealfall ist es so, dass wir sagen, so, wir haben den Ortstermin, der Kunde, klar, der weiß, dass er die Versicherung geschissen hat oder wollte. Aber wenn wir das Glück haben, dass er sagt, gibt dann auch wieder verschiedene Typen, die dann sagen, ist mir egal, ihr könnt trotzdem mit Kamera kommen. Wenn wir Glück haben, dass er sich schlauer fühlt, dass er vielleicht die Sensationsgeilheit, ey, da kommt einer von RTL, dass das überwiegt und er uns deshalb reinlässt, dann müssten wir im Idealfall aber in dem Termin einen Sack zumachen. Ja. Und wenn wir aber in dem Termin schon viele Fragen stellen, wo der merkt, die kommen mir doch auf die Schliche. Und ich sage dann so, ich kläre jetzt aber noch mal 3 Wochen irgendwas und komme dann noch mal wieder. Dann werden wir dieses konfrontative Moment nicht mehr kriegen. Ja. Ja. Das heißt, der Fokus ist natürlich, Fälle zu haben, wo wir sagen, da haben wir rechnen wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass wir im Termin ein Geständnis bekommen oder dass wir ihn zumindest überführen können aus unserer Sicht, was die Faktenlage hergibt. Können die Leute danach irgendwie sagen, ich will doch nicht, dass es ausgestrahlt wird? Weil wenn sie überführt sind, dann würde ich ja sagen, nee, ich will nicht, dass es im Fernsehen kommt, auch wenn ich dich davor reingelassen habe. Geht es dann noch oder machen die das dann gar nicht mehr? Ja, es ist eine medienrechtliche Frage. Mhm. So, und juristisch hatten wir ja vorhin schon, das ist dann immer sehr spitzfindig. Ja, okay. Ja. Ja. Aber vom Grundsatz her, also das ist auch, ich habe auch ein Thema anfangs ganz stark, mittlerweile bin ich cooler an der Stelle,
dass ich für mich selber mir die Frage stelle, was steht mir persönlich, Timo Heidmann, was maße ich mir an, Menschen in so einem Format auch fortzuführen? Ja. Hatte ich echt ein Thema mit. Und hab's auch manchmal noch, je nachdem, auf wen man trifft, weil... Die 90-jährige Oma zum Beispiel, da wird man sich auch besonders schlecht fühlen wahrscheinlich. Ja, und aber auch Menschen, ich meine, es gibt Menschen, wir werden jetzt am, ich weiß nicht genau, wann der Fall kommt, also ich treffe auf Menschen, die mir von mir aus persönlich sympathisch sind. Mhm. Oder ganz oft, wenn die Beteiligten die Versicherung missbrauchen, resultiert das halt auch aus einem persönlichen Schicksal. Also da ist jemand vielleicht eventuell auch einfach gerade finanzielle Not. So. Und das kann mir menschlich leid tun. Mhm. Und trotzdem in der Rolle bin ich aber unterwegs und ich bin nicht nur in der Rolle, juristisch gesehen, in meiner Rolle als Mitarbeiter der Gotha, sondern ich trage natürlich dazu bei, dass das Ganze eine mediale Aufmerksamkeit kriegt. Und dadurch in der Tat kaue ich da manchmal drauf. Und wenn mir jemand sympathisch ist oder mir leid tut, dann kriegt das nochmal ein anderes Gewicht, als wenn jemand ein Arschloch ist und ich sage, pass auf, du hast es dir selber eingebrockt und jetzt lebt mit den Konsequenzen. Ja. Ne? Ja. So. Verstehe ich schon. Und letztendlich, genau, da bist du hergekommen. Jeder, der beteiligt wird, vorher angerufen. Ist das okay, wenn da ein Kamerateam für Reportagezwecke dabei ist? Jeder hat da, und das sagen auch die meisten am Telefon schon, nein, will ich nicht. Kann ich auch verstehen. Würdest du wahrscheinlich auch nicht. Ja. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht. Egal, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Genau, das ist irgendwie... So. Genau. Mhm. Und dann gibt es aber welche, die sagen, ja, mir doch egal. Mhm. Manchmal finde ich, weiß nicht... habe ich das Gefühl, die Leute hören gar nicht richtig zu, da kommt ein Anruf und weil ich erlebe das dann schon oft, dass sie dann vor Ort zum Beispiel sagen, ja, dass jetzt hier vier Mann auf der Matte stehen, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, Heidmann bringt noch einen mit, der Fotos macht oder mit Kamera, habe ich nicht richtig zugehört. So, und dann ist aber auch da die Frage und das ist so der zweite Step. Wenn wir da vor der Tür stehen, dann kann man ja immer noch mal sagen und dann unterzeichnen die auch einen Vertrag. Jeder von uns hat Rechte, Persönlichkeitsrechte, Rechte am Bild, Rechte, das heißt, die unterschreiben ein Dokument, wo sie einwilligen, dass das Ganze gefilmt wird. Haben wir übrigens nicht gemacht. Ja, verdammt. Aber du kannst ja jetzt in die Kamera sagen, dass du einverstanden bist. Noch ist alles okay. Ja, aber ja. Ja, stimmt. Rechte am Bild, Rechte am Ton. Mhm. So, das heißt, dann werden die Beteiligten auch verkabelt. Also sie bekommen Mikrofon. Da, darüber könntet ihr mich kriegen. Ich habe mich verkabelt. Ja. So, aber das ist ja letztendlich der Beweis, dass er eine Bereitschaft für die Einwilligung. Genau. Ich bin cool damit, wenn ihr das jetzt gerade hier aufzeichnet. Mhm. So ist es auch bei den Beteiligten. Also wir könnten auf keinen Fall einfach sagen, so, das ist ein geiler Fall, jetzt hier Cowboy-Hut auf, Lasso an Gürtel und auf, dahin klingeln, rein in die Bude, filmen. Mhm. Das geht nicht. Also haben wir Datenschutzthemen, da haben wir Persönlichkeitsrechte. So, das heißt, die werden telefonisch gefragt. Wenn wir klingeln, ist auch nochmal die Klarstellung so, das Team kommt hier von RTL, Kamera ist dabei und das sind deine Rechte, wo du bitte uns einwilligst, dass die Rechte übergehen und das dann auch gesendet werden darf. So, und dann werden die verkabelt. Das heißt, da dann im Nachhinein zu sagen, überlege ich mir jetzt anders. Habe ich gar nicht so gemeint. Ja, ist schwierig, weil dann ist ja auch die Frage, aus welchem Motiv kommt das auf einmal? Ja, genau. Und wenn nur das Motiv ist, ja gut, ich hätte nicht gedacht, dass die mich überführen, dann ist das halt was dünn. Und dann muss man halt auch sagen, okay Leute, aber jetzt lebt halt auch mit den Konsequenzen. Mhm. Ja. Wie ist es eigentlich für so Leute, die in so einer Sendung dann auftauchen? Werden die danach irgendwie tausendmal angerufen von irgendwelchen Freunden? Nee, ich habe dich gerade im Fernsehen gesehen. Oder wie, hast du so einen Erfahrungswert daraus? Also egal, ob die jetzt schuldig oder unschuldig sind, sondern einfach nur so dieses, hey, ich kenne dich jetzt, ich kenne einen aus dem Fernsehen. Ja, also weiß ich nicht, wie es konkret bei den Leuten ist, weil ich habe in der Regel keinen Kontakt mehr danach. Oder habe keinen Kontakt. Aber ich aus persönlicher Erfahrung gehe ich durchaus davon aus, weil wir, also erstens, wir haben eine riesen Reichweite. Wir sind früher, als das losging, hatten wir 4 Millionen Zuschauer. Mittlerweile ist es so, in der Fernsehlandschaft, viele, werdet ihr auch den Zuschauer wird es nachvollziehen können, viele machen Video on Demand, ziehen sich irgendwas aus dem Speicher drauf oder über Handy, über Tablet. Ja. Dieses klassische, die Familie sitzt ab 8 Uhr vorm Fernseher zusammen und guckt ihr Standardprogramm, das ist nicht mehr so. Das heißt, die Einschaltquoten in absoluten Zahlen sind leicht rückläufig, aber wir erreichen immer noch ein Millionenpublikum. Und definitiv, das kriegt mein Umfeld mit, wenn ich da im Fernsehen bin. Ich persönlich habe es auch noch, obwohl es ja eigentlich klar ist mittlerweile, dass mir dann Leute Fotos schicken, guck mal hier, bist gerade bei mir im Wohnzimmer oder sonst wie. Und genauso wird es auch den Beteiligten gehen. Also es hat eine Reichweite. Die Reichweite wäre noch eine Frage gewesen, wie viele Leute erreiche ich mit so einer Sendung?
Also im Schnitt 3 Millionen. 3 Millionen. Mhm. So. Dann ist es so, wir haben jetzt vor kurzem, gibt es einen Sender noch RTL Plus. Da sind, ist die komplette, alle Staffeln, die bisher liefen, wurden da nochmal in einem runtergesendet. Das heißt, auch da hast du nochmal, bei weitem nicht so eine Reichweite, aber auch Hunderttausende, die das auch nochmal sehen. Mhm. Und auch auf RTL, zum Teil in der Nacht, wird die Folge dann manchmal nochmal gesendet, sehen auch wieder Menschen. Das heißt, du kannst, ich habe das letztlich mal für mich überschlagen, einfach spaßeshalber. Du kannst definitiv davon, allein mit der RTL-Ausstrahlung haben wir 250 Millionen Menschen erreicht, seit wir oder seit ich bei diesem Format mitmache. Das Wahnsinn. Ist eine Zahl, das ist unfassbar. Mhm. Wahnsinn. Hm? Nicht schlecht. Ja. Das ist ja wirklich unfassbar. Wie lange dauert denn so ein Dreh von einer Folge? Von einer Folge? Also nicht jetzt die Staffel, sondern die eine Folge, du gehst jetzt hier bei mir rein, Couch kaputt und so weiter. Okay, also ein Fall. Also ein Fall, nicht eine Folge, sondern ein Fall. Genau, also auch da gibt es immer, also die Frage ist immer, wie lange unterhält ein Fall? Mhm. Ne? Also es gibt welche, die sind in 5 Minuten erzählt und andere, die sind irgendwie so spannend und nehmen so viele Wendungen auch und auch tatsächlich dann auch für mich, dass ich im Vorfeld denke, ja, passt nicht, dann wieder, ja, könnte aber doch, dann wieder, haha, passt doch nicht. Also Wendungen und je mehr man davon hat natürlich, die ich dann auch persönlich erlebe, desto länger kann man auch so eine Story dann erzählen. Mhm. Und man kann davon ausgehen, dass wir eigentlich für so, also für einen Fall in der Regel 2 bis 3, eher 2 Drehtage haben. Mhm. Und der Fall, der besteht ja aus, um ihn zu erzählen, aus verschiedenen Elementen. Ja. Man hat einmal den Ortstermin, ja, das machen wir in der Regel an einem Tag. Und also selten kommt es vor, dass man dann nochmal hinfährt, kann aber auch sein. Und ansonsten hast du eben diese sogenannten abgesetzt, also so O-Töne, also das sind diese, diese Situationen, wo ich in einem Bürosetting sitze und nochmal Informationen gebe zum Fall. Zugegebenermaßen, das ist eine Komponente, wo auch ein bisschen, wo gestellt wird. Also wo wir sagen, ich bin manchmal hier bei mir im Homeoffice, manchmal bin ich aber auch in Köln in meinem Büro, in der Gotha. Und manchmal haben wir eben auch nochmal so einen Besprechungsraum, wo nochmal in so einer, ja doch, inszenierten Atmosphäre tatsächlich, also auch dann mit Ausleuchtung, mit Licht, dann nochmal Kommentare gegeben werden und diese Kommentare, die dienen letztendlich dazu, dem Zuschauer ja mitzunehmen, weil ich kann ja, wenn jetzt in der Zwischenzeit irgendein Dokument zum Beispiel bei uns eingeht, das muss ich ja irgendwie erzählen, das muss ich ja medial rüberbringen, das heißt, verliert er den Faden und versteht gar nicht, wie du es auf das Ergebnis herumkommst, genau, zum Beispiel. Ich muss es bebildern und ich muss es irgendwie rüberbringen, so, und das sind dann schon diese Sequenzen, wo wir uns überlegen, okay, wie erzählen wir das jetzt, aber der eigentliche Ortstermin, das ist alles, das läuft so durch, das ist der echte Termin. Die RTL Versicherungsdetektive. Du willst bestimmt mal was sehen, ne? Ich will auf jeden Fall was sehen. Zeig mal. Guck mal. Das schauen wir uns nochmal gemeinsam an. Ich hab da mal was vorbereitet, würde Jean-Pütz sagen. Ja. Also das sind jetzt die Trailer, die jetzt auch auf RTL laufen und dann jetzt auch im Internet. Wir kämpfen für die Wahrheit. Der Betrug. Nochmal. Ah. Ja, richtige Ermittlertätigkeit hier, ha? Sonntag 19:05 bei RTL. So sieht das aus. Und super. Kam was rüber? Was hat das mit dir gemacht? Also ich habe festgestellt, ihr habt wirklich, ihr forscht nach. Ja, so mit dem Finger über die Leine, kann da wirklich Wäsche oder irgendwas anderes gewesen sein oder die Mülltonne irgendwo hinschieben. Also fand ich es gut, hat mir gut gefallen. Ja. Das zeigt irgendwie, man beschäftigt sich damit. Also bist dabei, Sonntag kann ich auf dich zählen. Auf jeden Fall, definitiv. Sehr gut, danke. Frage, hat dich denn der TV-Job jetzt irgendwie letztendlich so nach so vielen Jahren irgendwie verändert eigentlich? Ja. Ja? Inwiefern? Also ich glaube, dass ich gehe tatsächlich so weit und sage, in meiner Persönlichkeit bin ich
durch den TV-Job so gereift, dass ich auch meinen heutigen Job, den ich mache, überhaupt erst machen kann. Mhm. Also durch den TV-Job, erstmal bin ich aus meiner Komfortzone raus. Ich musste mich in einem Team, in einem Umfeld, da in diesem Medienkonzern RTL, ja, in diesen Glaspalästen und dass es ganz anders ist, wie eine Versicherung ist. Ja, ja, auch behaupten und auch, man muss ja auch ehrlich sagen, auch die Interessen, also zwischen jetzt Gotha und RTL, die müssen ja nicht immer komplett gleichgelagert sein. Das heißt, ich war oder bin zu dem Zeitpunkt auch in der Verantwortung dafür, dass natürlich meine Mutter, mein Haus, also Gotha, ich sag mal, komplett geschützt ist und auch gut vertreten ist. Und wie soll ich das sagen? Ich überlege gerade, ob ich ein Beispiel machen kann. Ich hatte zum Beispiel mal, also RTL ist halt ein Medienkonzern. Ne? Mhm. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Schadenfall. Der ist entstanden im weitesten Sinne bei sexuellen Handlungen. Mhm. RTL hat gesagt, oh, super. So, und ich habe aber gesagt, ob das so gut ist in dem Kontext seriöser Versicherer, weiß ich nicht. Und habe dann gesagt, Leute, nein, gehe ich nicht mit. Aber erstmal dieses Standing zu haben, ja, in einem neuen Team, wo auch Hierarchien sind und egal, Hierarchieebene hinweg zu sagen, Leute, nein, ich bin hier, Basis ist mein Laden und da gehe ich nicht mit, da schütze ich. Das macht was. Also allein durch diese Rolle hat das erste Mal in meinem Leben eigentlich dazu geführt, dass ich ja Hierarchien schon ausgesetzt war, aber aus der Funktion raus eine gewisse Stärke darstellen musste. Also das allein schon. Und ein Aspekt ist auch, natürlich, wenn man da diese mediale Aufmerksamkeit hat, mittlerweile halte ich auch viele Vorträge zu dem Thema Versicherungsmissbrauch. Du hast mal erzählt, du bist irgendwie Speaker, du warst irgendwie in Würzburg, glaube ich, auf irgendeine Veranstaltung, ja, genau. Hast du mal erzählt gehabt. Ja. Also auch schon mal beim GDV gewesen, wenn die da Tagungen haben. Es gibt verschiedene Foren oder Veranstaltungen in der Branche, größere, kleinere. Und da wurde ich dann anfangs auch eingeladen, natürlich so als hier, das ist der aus dem Fernsehen zum Anpacken und jetzt könnt ihr mal Frage-Antwort. Und ist auch, wenn man die Flyer sieht, der Programme, natürlich, wenn es da um Versicherungsthemen geht, die sind oft sehr juristisch, trocken. Ja. Und dann kommt da jetzt mal der Heidmann aus dem Fernsehen und das lockert das Ganze so ein bisschen auf. Ja. Ist mir auch völlig klar, dass das diese Komponente hat. Aber ich sitze dann trotzdem auf einmal bei so einem Referentenfrühstück, bevor es losgeht, mit Vorständen von anderen Häusern beieinander, ja. Und ich kriege halt mit, okay, die schlabbern sich auch mal ein Ei auf die Krawatte und denken, boah, scheiße, gleich. So, das heißt, dieses Erleben, wir sind alle Menschen. Ja, absolut. So, das hilft mir total. Ich weiß noch, früher, jetzt, wenn ich bei der Gotha, wenn ich in den Aufzug kam und der Vorstand kam rein, das war so, da sagst du nichts. Da sagst du einfach nichts. Ja. Und mittlerweile, wenn ich Vorständen begegne, dann, das sind Menschen. Mhm. So, und genauso empfange ich die auch. Moin. Mhm. Und gar nicht verstellt oder sonst wie. Schön. Und das hilft mir total. Diese Erfahrung allein, hat mir total geholfen. Mhm. Und eben auch, dass vor einer Mannschaft stehen, wenn man da vor 200-300 Leuten auf einer Bühne steht, mit Anzug und Krawatte und Mikro und dann wirklich im Jetzt da sein Programm macht, auch definitiv was, wo ich vorher zitterig bin. Ja. Und sobald ich dann auf die Bühne gehe, ist es wie weggeblasen und macht auch Spaß. Aber es ist halt eine Sache, die ich auch vorher nie erlebt habe und die ich wahrscheinlich auch nie erleben würde, hätte ich nicht diesen Step mit RTL gemacht. Ja. Mhm. Und das wiederum führt dazu, dass ich heute vor Menschen sprechen kann. Und das, sage ich, qualifiziert mich auch für meinen Job, auch vor mein Team, auch vor die gesamte Mannschaft, wenn wir da eine Tagung haben mit 70 Leuten, weil da noch andere Führungskräfte dabei sind, mich vorne hinzustellen und einfach meinen Standpunkt zu vertreten. Das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und insofern, dafür bin ich unendlich dankbar. Mhm. Ja, schön. Was sind so die häufigsten Fragen, die du zum Thema Versicherungsdetektive hörst, die wir noch nicht so angesprochen haben? Gibt es da noch irgendwas? So, wahrscheinlich okay, also sind das echte Fälle. Ja. Sowas wird ja wahrscheinlich irgendwie immer kommen. Ja, wer ist so blöd und macht da mit, wenn er weiß, dass er eigentlich bescheißt? Ja. Das ist tatsächlich so diese Sache, hatten wir ja schon angerissen. Ne? Ich glaube, viele sind sich über die Reichweite nicht im Klaren. Also, dass wir da zig Millionen Menschen erreichen, dass auch deren Chefs, deren Kollegen, deren Freunde, Familie das mitbekommen. Mhm.
das ist vielleicht in dem Moment gar nicht so präsent. Ich weiß auch nicht, wie jetzt unser eins, der sich vielleicht so mit Medien ein bisschen auseinandersetzt, wir haben vielleicht einen anderen Blick drauf. Ich kann mir sogar vorstellen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das ist, wenn ich sag mal, nur Konsument bin. Mhm. Nur Konsument, der abends auf seinem Sofa... Alleine? Ist ja niemand anders, das sind ja keine 5 Millionen Leute, die einen beobachten. Ja, und worauf ich hinaus will, der konsumiert das selbstbestimmt. Er will das gerade in seiner Schutzzone, auf seinem Fernseher, in seiner Identität, in seinem Dasein. Jetzt driften wir voll ins Philosophische. Aber nee, ich will darauf hinaus, also das gefühlt ist das für ihn durchaus was sehr Intimes. Mhm. Diese Beziehung zu seinem Fernseher. Und dann diese Übersetzung hinzukriegen, wenn er da jetzt im Bild ist, dass das Millionen Haushalte sehen, dass das strahlt, weiß ich gar nicht, ob das die Menschen reflektieren. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Das würden sie wahrscheinlich gar nicht mitmachen in dem Moment. So, das glaube ich. Und das ist dann immer die Antwort, wenn in den Vorträgen, klar, dann ist auch immer, habt ihr noch Fragen und so. Und dann ist das auch eine der Klassiker. Das ist tatsächlich die Antwort, die ich mir unter anderem so hergeleitet habe, wenn ich da selber drüber nachdenke. Was gibt es denn für so Versicherungsmythen? So dieses irgendwie unter 500 Euro prüfen wir zum Beispiel irgendwie nicht oder prüft eine Versicherung nicht. Ja. Gibt es noch so ein Thema, wo die Leute irgendwie denken, so ist es irgendwie, haben sie es nochmal gehört? Ja, das ist auch so ein bisschen das Blöde, dass uns ja keiner glaubt, dass es ein echtes Format ist. Ja. Und dass wir eventuell auch für einen blöden kleinen Handyschaden anfangen, sagen sie, jetzt reicht's, da ermitteln wir. Und natürlich ist jetzt die Frage, fährt da wirklich der Heidmann raus und macht, aber dass wir diese Geräte anfordern zu einem Sachverständigen, dass das geprüft wird und wenn es Unklarheiten gibt, gehen wir auch diesen Unklarheiten nach. Mhm. Dass es da nicht mehr so eine starre Grenze gibt im Sinne von, Betrag kleiner X, also passiert nichts, das ist nicht so. Aber das ist ja auch ein Stück weit der Grund, warum wir sagen, wir machen bei so einem Format mit, um da eben aufzuklären. Aber wenn uns keiner glaubt, dass es echt ist, verpufft schon wieder ein bisschen von dem Effekt. Vielleicht ist aber trotzdem was im Hinterkopf. Und diese starren, also ich kann auch wieder nur Mikrokosmos Gotha sprechen. Wir haben diese starren Grenzen nicht. Mhm. Bei uns ist es wirklich so, dass wir mit einem gesunden Menschenverstand, natürlich auch einem Aspekt von Wirtschaftlichkeit auf diese Fälle gucken. Also wenn wir da jetzt, weiß ich nicht, einen 20-Euro-Schaden, da werden wir jetzt nicht die Welle machen. Ja, klar. So, das kann man, glaube ich, deutlich sagen. Mhm. Aber für 20 Euro bescheißt halt auch kaum einer. Mhm. Und sobald es aber in so eine Liga geht, wo wir wirklich sagen, da passt uns was nicht, dann will ich nicht sagen, geht das Wirtschaftliche komplett in den Hintergrund. Nein, aber wir nehmen das schon ernst. Und wir nehmen auf jeden Fall auch unsere Rolle da auch. Letztendlich hat das ja auch was mit Erlebnissen zu tun. Also wie oft erleben Leute, wenn sie bei der Versicherung was einreichen, geht das so durch. So. Und wie ist da unsere Rolle? Mhm. Wenn wir das natürlich immer weiter unterstützen und sagen, unter 1.000 Euro passiert nichts, genau. Öffnen wir Tür und Tor. So, das heißt, wir nehmen dieses Thema sehr ernst. Wir haben auch im Innendienst Abteilungen, die sich nur mit diesen Dubios-Schäden beschäftigt. Die machen jeden Tag nichts anderes. Und eben auch unseren Außendienst, der da genau hinguckt. Wir haben unsere Sachverständigen-Netzwerke. Und da ist nicht primär die Frage, um wie viel Geld geht es, sondern es ist halt die Frage, kann man das nachvollziehen oder kann man das nicht nachvollziehen? Und wenn man es nicht nachvollziehen kann, dann ist die Frage, wie geht man jetzt mit gesundem Menschenverstand ran? Ja. Ich kann ja auch pokern. Das ist vielleicht auch das, was so ein bisschen negatives Image. Also wenn ich pokern insofern, als dass ich sage, Ich kann dir, Tausende wäre übertrieben, aber wirklich viele, viele Schadenfälle zeigen. Theoretisch könnte ich das. Machen wir nicht. Aber machen wir nicht. Nur, ja. Wo eine Schadenmeldung reinkommt, die einfach nicht zum Schadenbild passt. Mhm. Wo ich anhand von Fotos schon sagen kann, nein, kann nicht sein. Ja. Ob das jetzt ein Kratzer an einem PKW ist, wo angeblich eine Delle entstehen müsste. Ja. Jetzt mal ganz platt. Ja. Oder so diese klassischen Vandalismusschäden, wo irgendein Arsch mit dem Schlüssel mal die ganze Straße Autos verziert. Ja. Und dann habe ich keine Lust, das über meine Vollkasko abzurechnen, weil Selbstbeteiligung, 1.000 Euro Selbstbeteiligung und Schadenfreiheitsrabatt steigt, alles blöd. Und sagst, es ist ein Hagelschaden. Hagelschaden nicht, aber Nachbarskind.
Mhm. Klassiker. Mhm. Nachbarskind ist mit Fahrrad, mit Lenker. Mhm. Aber so ein Schadenbild, wenn ein Kind mit Fahrrad an einem Auto vorbeistreift, sieht anders aus, als wenn da einer mit einem Schlüssel lang geht. Also Leute hoffen quasi, dass es gar niemand anschaut bei der Versicherung, oder? Worauf ich hinaus will, ist, wir waren ja von dem Thema Pokern. Ja. Wenn mir jemand so ein Bild schickt und es ist einfach nicht kompatibel, dann brauche ich auch im Zweifel gar nichts ermitteln, gar kein Geld in die Hand nehmen und kann sagen, pass mal auf, das passt nicht. Mhm. Und kann das Ding ablehnen. Mhm. Und das ist vielleicht auch was, was so ein bisschen diesen Mythos speist, ja, die Versicherer, die lehnen halt einfach ab. Mhm. Aber ein Stück weit, das machen wir ja nicht, weil uns das so viel Spaß macht, sondern wenn wir es zu Unrecht täten, würde uns das ja auch viel Ärger einhandeln. Und ich sag mal, Ärger heißt auch, Schriftwechsel, Beschwerdeschriftwechsel, Beschwerde bei einer BaFin, bei einer Aufsichtsbehörde, extrem viel Schriftwechsel. So, das ist überhaupt nicht unser Interesse. Mhm. Ja. Aber wenn Schadenfälle eben kurios sind und wir, ich sag mal, schlau genug sind, um zu sagen, das reicht hier, dann kann es auch sein, dass man ohne viel Ermittlungsaufwand trotzdem den Schadenfall so bearbeitet. Und wenn dann ein Veto kommt, dann kann man immer noch sagen, okay, jetzt gucken wir uns aber mal ganz genau an. Eigentlich müsste doch so sein, dass bei der Gotha-Versicherung weniger Schadensfälle gibt, also Betrugsfälle wie bei anderen Versicherungen, oder? Wenn ihr eigentlich so präsent seid über so viele Jahre im Fernsehen, wäre ich doch vielleicht eher vorsichtig, wenn ich jetzt auch bei der Gotha versichert bin. Ich sag, die prüfen so genau, die sind ja ständig überall, oder? Oder ist es einfach nur so eine theoretische Annahme von mir? Also es ist auch tatsächlich so, dass die Schadenstückzahlen grundsätzlich rückläufig sind. Mhm. Ist bei allen oder nur bei euch weniger. Jetzt? Ja, da bin ich schon wieder, also bei uns. Okay, du weißt nur von euch. Ja. Also im Haftpflichtbereich oder auch was jetzt die Aufträge angeht für die Regulierer, eher rückläufig. Das ist natürlich, das sind alle Betrüger, die es nicht mehr versuchen. Das ja, ist, genau. Ja. Ja. Klar. Machst du das Format noch länger, das aktuelle Format? Ja, wir sprachen darüber. Ich bin da nicht der Alleinherrscher. Ne? Mhm. Also wenn du es möchtest... Würdest du, also nee, wenn RTL will, würdest du? Wenn RTL will, wenn Gotha will und ich nochmal gefragt bin, merkst schon, kein bedingungsloses Ja. Ich kann die Antwort vorwegnehmen, ja. Mhm. Weil so ein Stück weit, auch schon mit diesem Wechsel in die Führungsverantwortung war eben die Frage, kann ich das weiter bedienen, ja oder nein? Und dann haben wir so ein Stück weit ja umgebaut, ein Team um mich herum aufgebaut, was mich unterstützt. Insofern kann ich heute sagen, sind wir da sehr, also jetzt aus Unternehmenssicht gesprochen, sehr effizient aufgestellt, wenn ich jetzt meine persönlichen Ressourcen nehme. Aber es ist trotzdem so, dass ich, das ist eine zusätzliche Rolle, die ich zu meiner Rolle als Führungskraft, als Papa, als Familienmensch habe und die nicht zu 100% in meiner normalen Arbeitszeit zu erledigen ist. Ja. Ich habe auch gesagt damals, ich will auch, gerade wenn ich jetzt frisch Führungskraft werde, will ich davon nicht zu viel Zeit abknapsen und da irgendwie freigestellt sein. Weil ich will ja auch das, was ich eigentlich bin, nämlich jetzt in meiner Entwicklung jetzt als Führungskraft, will ich ja dazu lernen. Ich will mit meinem Team zusammenwachsen. Ich will da sattelfest werden. In der Versicherungsbranche gibt es ja auch Veränderungen. Da muss man ja auch ein bisschen mitgehen mit der Zeit. Das kostet ja auch Zeit und einen vollen Fokus natürlich. Definitiv. Und das führt dazu, also ich kann es jetzt mal sagen über einen dicken Daumen, 30, 40 Tage im Jahr, die mich wirklich an Zeit das Format kostet. Und die mache ich zu einem guten Teil eben auch samstags, dass ich mal unterwegs bin. Und das geht ein Stück weit auch immer zu Lasten von anderen Rollen, von privaten Rollen. Papa, und ist auch noch was. Führt auch an eine Grenze irgendwann. Und dann ist die Frage, wie kann man das Gesamtpaket an Anforderungen irgendwie noch abfedern? Ne? Wo kann man was noch weiter optimieren? Vielleicht Teilaufgaben nochmal abgeben, sich nochmal Verstärkung ranholen. Aber es ist schon, ich bin schon an die Frage gekommen, Sinn des Ganzen. Und bin nach wie vor, aber auch tatsächlich so gelernt durch die Reflexion, wenn ich da jetzt als so ein Speaker dann gefragt bin, okay, was ist denn meine Message? So. Und ich kann also mittlerweile kann ich das aus tiefster Überzeugung, ich finde es affengeil, dass ich die Möglichkeit einfach habe, für so eine komplette Branche Sprachrohr, Gesicht zu sein, für eine Message, hinter der ich voll stehe. So dieses Thema, Leute, missbraucht die Versicherung nicht, ihr schadet damit den Ehrlichen und auch mir. Ich selber bin ja auch Kunde. Und habe da eine super Message und mir fällt ehrlich gesagt, ich frage auch immer bei meinen Vorträgen,
frage ich, fällt euch was Besseres ein? Eine Kampagne, irgendwas, was eine Branche, was ein GDV tun könnte, um das zu transportieren, was wir transportieren. Mhm. Bei allem, was immer noch Unterhaltung ist bei dem Format. Ja. Klar, also diese Millionen Menschen. Aber nur so erreichst du ja auch Millionen Menschen, wenn es Unterhaltung ist. Genau, die Millionen Menschen erreichen wir nicht, wenn wir sagen, hey, die Milch macht's, trinkt viel Kalzium. Ja, ja? Genau. Interessiert keinen, drüber blättern weiter. Natürlich muss so ein Format polarisieren, unterhalten, wie auch immer. Aber unterm Strich bleibt immer noch eine super gute Message, hinter der ich voll und ganz stehen kann und die mich auch ausmacht in meiner beruflichen Entwicklung. Ja, der größte Teil meines Lebens bisher war ich halt Vollblut-Schadenregulierer. Ich finde es mega, ist ein mega guter Job. Der macht Spaß und der macht Sinn. Und insofern stehe ich da voll hinter. Und das aufzugeben, diese Rolle, ist nicht einfach. Erst recht, wenn man da seit so vielen Jahren dabei ist. Insofern, kurz vorm Jahr, ich bin wieder dabei. So innerhalb von 5 Minuten, so, na, ich weiß, ja, doch, ja. Das ist Spannungsbogen. Ja, genau. Nee, und ich habe auch erzählt, nach der Werbung, die Antwort kommt nach der Werbung, genau. Und ich habe ja auch erzählt, ich meine, ich bin auch dankbar, wie viele Journalisten gibt es, die eine ganze Ausbildung darauf ausrichten, irgendwann mal ein klitzekleines eigenes Format zu haben, die sich vielleicht über Kinderfernsehen auf, weiß ich nicht, Nickelodeon oder wie es heißt, hocharbeiten, um irgendwann, und mir fliegt es so zu. Mhm. Und ja, ist schon schön. Boah, da muss ich auch einfach auch für mich selber sagen, ja. Und das wirfst du nicht mal eben so ab. Erst recht nicht, wenn es gerade super, super läuft und auch die Resonanz super ist, das Format. Wir haben es jetzt wirklich nochmal, also sage ich jetzt nicht aus, es wird, glaube ich, wirklich die beste Staffel, die wir jemals gemacht haben. Weil auch ich, jetzt kommen wir zu dem Thema, was uns auch verbindet, unsere gemeinsame Vergangenheit in der Ermittlungstätigkeit. Die Wright-Methode, sagt ihr das was? Nee. Wright. So 1950 rum, 48, 50, John Wright, ein Ermittler in Großbritannien, der hat die Methode, das ist eine Verhörmethode, umstrittene Methode, aber die dient dazu, Geständnisse zu bekommen. Also wirklich von schweren Straftaten, wo man auch viel, ich sag mal, Impact auf den Befragten gibt und auch häufiger Befragungsschleifen. Aber vom Grundsatz her ist es eine Methode, die dazu dient, Geständnisse zu bekommen. Und damit habe ich mich intensiv auseinandergesetzt und habe die auch in meinen Gesprächen angewendet, so gut es ging. So, ne? Und wir haben so viele Geständnisse diesmal im Format, wie noch nie zuvor. Und der Knaller ist einer, dem ich dann, das ist auch Bestandteil der Wright-Methode, vorher den Beteiligten klarzumachen, pass auf, ich bin Profi. Ich finde die Wahrheit, ich brauche dieses Gespräch, hier brauche ich eigentlich gar nicht. Eigentlich weiß ich schon. Ich weiß es schon. Und dann aber zu sagen, die Sache macht man gefühlt eher kleiner. Nicht, du bist ein Betrüger, Straftäter, dies, das, jenes. Sondern zu sagen, ich hätte dich jetzt gar nicht so eingeschätzt. Was ist denn dir da passiert? Malheur, Also das Vergehen kleiner machen. Und dann zu sagen, noch sind wir hier zusammen. Lass mir dir helfen, lass eine Brücke bauen. Das erfordert, dass wir jetzt offen miteinander umgehen, aber noch kann ich dir helfen. Und über diese Methodik, in Wirklichkeit sind es mehr Schritte, aber das ist das, was ich mir übersetzt habe, hilfst du den Menschen tatsächlich zu sagen, du hast recht, das ist die Wahrheit. Und das ist die Wahrheit. Ja. Und das fand ich extrem spannend, hab's gemacht und ich find's halt mega, dass das wirklich on tape dann auch noch funktioniert und ich die Bestätigung habe. Also super. Und dann geht's auch in diese Richtung, wie erkennt man Lügner, Gestik, Mimik, Körpersprache, Wesensveränderungen. Mega interessant. Ja, super spannendes Thema. Was willst du in Zukunft mehr machen? So dieses Thema Aufklärung habe ich so ein bisschen rausgehört. Ist schon so dein Fokus, oder? Die Frage ist, was kann ich machen? letztendlich... Du kannst auch RTL machen, also Fernseher, da kannst du alles machen. Alles, ja, genau. Ja, die Frage ist, können das andere nicht vielleicht besser? Okay. Das heißt, so ein Stück weit... Dinge entwickeln sich ja. Also wenn ich was gelernt habe, dann das. Also als ich damals einen Kaufmann bei der Gotha gemacht habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich irgendwann mal ein Primetime-Format auf RTL bediene. So, das heißt, irgendwie entwickelt sich ja alles. Und ich finde es total spannend, immer so seinen Komfortbereich zu haben und dann auch mal zu spüren, was ist außerhalb dieses Bereiches. Was wir bisher
ja gar nicht auch besprochen haben, ist so dieses, auch jetzt das Engagement jetzt. Wir sind jetzt auf einmal im Bereich Social Media. Mhm. 8 Jahre lang habe ich das gar nicht so gelebt. Also ja. Meine Facebook-Seite, die ich da habe, die gibt es zwar schon immer begleitend eigentlich, aber nicht als Schwerpunkt. Nicht als Schwerpunkt und auch mehr als Protektionismus, weil ich gesagt habe, meine private Seite will ich schützen und wenn da was kommt an Zuschauern, dann möchte ich die lieber auch in diesem Kanal, auf dieser öffentlichen Seite, ich sag mal, als Zulauf haben. Wirklich aus diesem Protektionismus, um zu sagen, wer weiß, was diese ganze Welt mit mir macht. So. Du wirst aber auch sehen, wenn du da mal durchguckst, ich habe zum Teil da monatelang gar nichts gemacht. Und irgendwann dann schon gesagt, ja, jetzt musst du mal wieder ein Bild, wie wir hier gerade wieder was drehen. Und dann habe ich das da reingestellt. Aber es hat sich dadurch tatsächlich zum Teil über die ganzen Jahre, sind da Menschen auf dieser Seite, die das Format oder auch meine Person irgendwie interessieren. Und die mir das auch schreiben. Also ich kriege auch viele Zuschriften. Und ich finde es halt spannend, jetzt mich einfach auch mal für dieses Format oder Social Media allgemein zu öffnen. Bisher hatte ich ganz ehrlich gesagt mit Baustellen im Privaten, mit meiner Persönlichkeitsentwicklung als Führungskraft, mit Werden eines Familienvaters genug um die Ohren. Absolut. Genug um die Ohren. Ja. Und jetzt in so ein Terrain Social Media, das habe ich bisher so von mir weg. Jetzt ist es gerade so, dass ich sage, ich fühle mich gesettelt in meinem, wie soll ich sagen, Köcher an Rollen, den ich habe. Ja. Und ich sehe noch mal so ein bisschen Kapazität, wieder diese Komfortzone auszudehnen. Und ich weiß ehrlich gesagt auch da nicht, wo geht's hin. Aber ich habe auf jeden Fall Lust, im Bereich Social Media mehr zu machen als bisher und herauszufinden, wie funktioniert diese Welt. Es ist eine ganz andere, weißt du selber, es ist eine ganz andere Welt jetzt auch noch mal als diese Medien-, Fernsehwelt. Viel mehr auf Interaktion mit den Leuten, viel schnelllebiger nochmal. Und zu überlegen, okay, das, für was ich stehe, gibt es nicht auch eine Möglichkeit, das wiederum in den Bereich reinzugießen? Zumal, wir hatten es eben auch angerissen, die Zahlen im Fernsehbereich, im reinen TV-Consumer-Bereich eher rückläufig sind. Es ist immer noch eine extrem nennenswerte Zahl, so ist es nicht. Aber rückläufig sind. Und ich mir die Frage stelle, okay, es gibt auch Statistiken darüber, welche Bevölkerungsgruppen haben denn ein größeres oder geringeres Unrechtsbewusstsein, wenn es ums Thema Versicherungsmissbrauch geht. So, und da sind gerade Schüler, Studenten, junge Menschen so aufgestellt, dass sie ein geringeres Unrechtsbewusstsein haben. Aber das genau sind ja die, die eher im Social-Media-Bereich unterwegs sind und gar nicht so abends vorm Fernseher sitzen. So, und dann sich zu überlegen, okay, kann ich da jetzt nicht so eine Transformation aus meinem bisherigen hin in das und auch diese Kanäle zu bespielen, finde ich extrem reizvoll. Vielleicht hat er jemand eine Idee von unseren Zuschauern und kann mal ein paar Kommentare und das Video schreiben. Schreibt mir! Was soll er machen? Ja. Was gibt's für Ideen? Ja. Und das ist halt, das ist das Spannende dabei und auch irgendwo das Geile. Dass ich sag mal auch jetzt von der, ich rede jetzt hier als ich, Timo Heidmann, aber natürlich in dem Format wäre ich nicht ohne die Gotha. Und auch im Social Media Bereich ist jetzt ja die Frage, die Gotha ist ja immer Teil meiner Person. Ich arbeite halt bei der Gotha. Und es ist ein total interessantes Konstellation. Also extrem spannend. Und insofern finde ich auch da ist toll, auf der einen Seite so eine Unterstützung zu haben und zu sagen, ja, mach. Und im Umkehrschluss aber auch diese Freiheit zu haben, wie jetzt das Gespräch. Da werden wahrscheinlich alle von erfahren, wenn du es online stellst, habe ich nicht abgestimmt. Ich fühle mich an der Stelle sehr frei, weil ich auch der Überzeugung bin, dass ich in meiner Rolle und in dem, was mich antreibt, gesund unterwegs bin. Und das ist ein schönes Gefühl, also ein sehr freies Gefühl und ein selbstbestimmtes Gefühl. Sehr schön. Ich habe jetzt noch ein Thema zum Schluss. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Hast du Freunde, Bekannte, die auch schon mal über Versicherungsdetektive gesprochen haben und die vielleicht aus dem Video, aus dem Interview was mitnehmen können? Oder habt ihr vielleicht sogar schon mal über das Thema Versicherungsbetrug gesprochen, selber schon mal einen Schadenfall gehabt? Auch hier, glaube ich, kann man aus dem Gespräch sehr viel rausziehen. Insofern teilt das Video und redet drüber. Wobei, jetzt kommt es. Jetzt kommt's. Wo alle zittern. Nein, Spaß. Am besten das mal dazu. Ach, das kenne ich aus deinen Videos. Ja, genau. Jetzt die Kurven des Lebens. Kurven des Lebens. Ja.
Wir nehmen eins hier. Die Kurven des Lebens. Und du darfst anhand der Farbe, also wir blenden es ja nachher ein, das Ergebnis, anhand der Farbe eine Linie zeichnen, wie es quasi sich von Geburt so bis heute irgendwas entwickelt hat. Ja. Ja? Also Erfolg irgendwie runter, Vermögen. Also du brauchst es nicht dein Vermögen in Millionen hinschreiben oder ähnliches, sondern einfach nur so die Entwicklung. Ich wollte gerade sagen, hast du auch einen DIN A3-Blatt, sonst kriegst du die Nullen nicht drauf. Ja. Genau. Also quasi hier ist so Geburt irgendwie, war man meistens noch nicht so zufrieden, da war nur Geschrei. Und, hab ich mir hast du mir den gerade gegeben oder habe ich mir den gegriffen? Den hast du dir genommen. Du hast dir instinktiv Geld genommen. Eieiei, wie unsympathisch. Nee. Wir fangen mal mit Zufrieden. Schau, wir fangen vorne an, im ersten Zufriedenheit. Das ist aber echt komplex. Ja. Aber du hast ja schon gesehen im anderen Video, also du weißt ja. Ja, ja, aber ich finde es auch immer beeindruckend, wie schnell die Leute dann ans Zeichnen kommen. Ich müsste jetzt da echt, ich habe mich da jetzt auch gar nicht drauf vorbereitet. Gut so. Überlegen, Skala. Zufriedenheit, also die Entwicklung. Und Glück. Also das Glück allein wollte ich jetzt nicht als Begriff nehmen, weil Glück klingt immer so nach Lotto, sondern eher so Zufriedenheit und Glück. Also da müssten wir eigentlich auch nochmal so eine grobe Unterteilung machen. Kindheit, Schulzeit, Studium, mhm. Oder? Ja, kannst du quasi. Ich guck mal, heute. Du kannst ja auch hinschreiben, ja, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 genau, Jahre. Genau, 37. Ja. Das heißt, wir hätten grob 4 Abschnitte. Ich sehe schon, der Mann ist ordentlich. Mal so du bist grob. Der Einzige, der noch sowas dazu schreibt. Echt? Ja. Okay. Also hier bin ich Kind, hier ja. Bin ich Jugend. Ja. Hier bin ich Berufseinstieg. Mhm. Und hier bin ich. Vielleicht TV-Beginn irgendwie noch dazu. Achso, TV, ja genau. Und hier bin ich. Ja, was ich heute halt bin. Ja. Okay. So, und jetzt, wo bin ich? Jetzt bin ich schon wieder bei Geld. Also, wir fangen mit Rot an. Zufriedenheit, Glück. Also als Kind ja, war ich, glaube ich, sehr, sehr, ja, es ist echt schwierig. Ich muss es echt mal gerade... Eine gleichbleibende Kurve, also eine gleichbleibende Linie, dass du euch immer zufrieden ja, hast. Ja, hatte ich gerade ja? Tatsächlich so als Idee. Hier unten Idee. Eher im Sinne von eigentlich eher... Unglücklich oder eher so hier oben eigentlich sehr glücklich? Nee, eigentlich, also ich war als Kind glücklich, ich war immer schon froh Natur, sehr viel dann Humor. Dann kannst du eigentlich quasi eine Linie direkt hier Jugend, oben, oder? Ja, Jugend auch. Ich war immer albern mit meinen Jungs, also das soll gerade sein, viel Spaß. So Berufseinstieg war ich auch immer zufrieden. Mir hat irgendwann mal mein bester Freund gesagt, du bist ein Arsch. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal, oder dass ich einen kenne, der... mir am Ende des Tages gesagt, heute war ein geiler Tag, weißt du, was ich im Job erlebt habe? Weil die meisten Menschen, die haben halt nicht das Glück, ihren Job super gerne zu machen und da irgendwie was Positives raus. Ja. Und bei mir, also das war so die Phase Studium und dann Schadenregulierung. Wir haben zu der Zeit noch zusammen gewohnt in einer WG. Und ja, dann kam der abends von der Arbeit und ich habe gesagt, ey, heute war so geil, ich muss dir was erzählen. Dann habe ich von meinem Job erzählt. Ja, und insofern, das wirst du mehr, dann hast du erreicht. Genau, so, und dann ging TV los, alles gut. So, und jetzt Zufriedenheit, Glück, jetzt teilt sich's. Also so seit 2,5 Jahren bin ich Vater. Mhm. Da geht das Glück ja eigentlich exponentiell durch die Decke. Mhm. So, parallel stehe ich aber auch wirklich beruflich vor extrem großen Herausforderungen. Wir haben viel so, ich sag jetzt mal Buzzword, Change Management. Ja. So ja. Mit meinem Team, sehr großes Team, über 30 Regulierer. Themen wie Change und irgendwie auch Führung, 100% virtuelles Führen, also Dinge, die mich gerade extrem beschäftigen und wo auch meine Partnerin mir sagt, in der Zeit als Regulierer warst du ausgelassener, fröhlicher, glücklicher. Mhm. Sodass jetzt gerade so die mehr Dinge... Mehr Verantwortung, mehr Veränderung, solche Sachen. Ja. Mhm. Also viele Dinge, die mich heute mehr belasten, die ich auch mit ins Bett nehme, leider nicht in sexueller, sondern gedanklich und die mich beschäftigen und auch zum Teil stark, ich sag mal, psychisch fordern, belasten. Und im Umkehrschluss eigentlich das Kind und die Familiensituation, die jetzt gerade ein Kind 2,5, jetzt geht's richtig los mit dem, dass er die Welt entdeckt, dass Papa eine neue... Ja. Super schön. Ja. Deshalb geht also das mehr, jetzt so. Mehr eigene Persönlichkeit auch wird. Das geht so, also auseinander. Deshalb. Also im Durchschnitt, wir hatten ja vorhin gesagt, wie lange läuft das Format schon?
wir hatten uns ja auf 7 Jahre geeinigt, also eigentlich hätten wir auch den Durchschnitt nehmen können, sagen, es läuft geradeaus weiter, oder? Ja, wobei tatsächlich Zufriedenheit, Glück ist so eine Mischung. Also ich ziehe es hoch, weil unterm Strich, ich sag mal, im Job kann man immer sagen, passt auf, Leute, ich ziehe hier eine Reißleine. Oder an irgendeinem Punkt steige ich emotional aus und mache meinen Job. Aber ich beschäftige mich nicht mehr mit Themen, die gestern vielleicht für mich noch Problem waren. Und dann ist dieses familiäre, dieses Netz, wo ich sage, hey, da sehe ich meinen Antrieb, meinen neuen Sinn, meine neue Rolle. Insofern gebe ich dem Ganzen einen positiven Drive, weil ich mir momentan noch, ich bin der Überzeugung, ich habe selbst unter Kontrolle, wie viel ich mich dem Stressigen, dem Belastenden aussetzen möchte. Wohlweislich, dass wenn ich einen Cut mache, ich natürlich auch irgendwo wieder eine Veränderung für mich persönlich habe. Aber ich sehe mich da noch irgendwo in einer Machtposition, was mein eigenes Leben angeht, das zu steuern. Das wird hier viel zu lang, ne? Ja, alles gut. Du willst eigentlich bzzz. Nein, alles gut. Wo sind wir? Erfolg. Erfolg. Ja, wie definiert man Erfolg? Ist auch schöner, als wenn jemand nur eine Linie zeichnet und nichts dazu sagt, als wenn jemand die Linie auch erklärt. Guck mal, darum Erfolg geht's ja zum Beispiel, ne? Ja. Auch als Kind, also ich war... Also meine Lehrer haben immer gesagt, also ich war schon kein einfaches Kind. Und, an der Stelle, Mama, du hast viel mit mir durchgemacht. Also ich war schon so ein bisschen rebellisch und durchaus so, dass ich mir nicht wünsche, dass mein Kind so wird. So am Anfang, also schon viel Sorge auch, hui, wird aus dem mal was. Yeah, okay. So. Aber die Lehrer haben immer gesagt, ein gutes Pferd springt knapp. So, und ich habe ohne sonderlich viel Arbeitseinsatz am Ende dann doch mein Abi gemacht. Wir reden jetzt nicht über die Note, aber ich hab's. Ich konnte studieren. War auch nicht so gut, ja. Ja, ich habe, also was ich sagen will, Erfolg. Also es ist ja extrem erfolgreich, wenn du mit extrem wenig Mitteleinsatz doch relativ viel erreichst. Ja. Deshalb, wenn du es für dich als Erfolg definierst, wenn jemand anders ist ein Einser-Abi erfolgreich. Also ich sage, es kommt immer auf den Einzelnen drauf an, was für ihn der Erfolg ist. Und man muss ja im Leben auch nicht intelligent sein, im Gegenteil, das kann schaden. Ja. Man muss smart sein. Ja. Und zu viel Intelligenz schadet auch, dass man irgendwie vielleicht nicht in die Handlung kommt. Also eins kann ich sagen, ich bin nicht gefährlich intelligent. So, also deshalb, also Erfolg. Also Erfolg. Als Kind war ich, also ich, da fange ich mal so normal an. Ist jetzt auch die Frage, Skala, ist das hier unten schlecht oder ist das, also ich kommentiere es ja, also ich fange normal an, so als Jugendlicher. Erfolg geht so ein bisschen hoch, aber auch mäßig nur. So, dann geschafft. Berufseinstieg, Grundschule habe ich, knapp. So, Berufseinstieg auf jeden Fall. Also das war schon, ging gut, ging ab. Ja, das ging eigentlich, und jetzt zu heute, also eigentlich geht es jetzt so, geht schon hoch. Erfolg ja auch in verschiedenen, also das ist das Familiäre, das ist das Pflegen deswegen einer ist auch Beziehung. Das Geld zum Beispiel, sind die extra nicht hin. Erfolg ist ja auch, zum Beispiel Papa zu werden, ist ja auch ein Erfolg. Also das sind ja verschiedene Sachen, ja, da geht nicht ums Monetäre. Auch die Veränderung im Leben mit einem Partner gemeinsam zu machen, in einem Dialog zu bleiben, sich nicht zu entfremden, egal wer gerade welche Entwicklung macht. Ja. Mega Erfolg. Der wichtigste, also schon fast der wichtigste Erfolg, weil ich immer sage, das ist das, was für uns die Basis ist, was die Kraft gibt, funktioniert, dann seinen Job zu machen. Auch nicht. Insofern, bam, das geht durch die Decke. Wissen. Wissen. Also hier wahrscheinlich eher so, ab dem Studium nach oben. Und wie war es eher so denn danach dann? Ich glaube, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so viel. Okay. Ich hab auch gar nicht den Anspruch, also Allgemeinbildung zum Beispiel ist bei mir auch gar nicht gut. Muss ich sagen, könnte ich mehr drauf haben. Schäme ich mich auch manchmal, ist aber so. Und ich habe momentan auch nicht die Energie, da mehr drauf zu laden. Ja. Ich komme gut über die Runden. Bin jetzt auch kein Banause in jeglicher Hinsicht. Ja, ja. Aber wenn wir es jetzt über Geschichte, über Kunst, über Politik, du kannst aber auch Fußball nehmen. Also ich habe kein wirkliches Feld, wo ich sage, da kann ich auf einem hohen Level mitreden. Ja. Sondern ich bin immer so, ich waber so. Ja. Deshalb Wissen. Konstant. Ja. Ja, also gut, mit Studium und Beruf hat sich das ja schon positiv entwickelt. Ja, na klar. Ja. Aber ich würde sagen, es ist so. Nicht so Top-Level wie... Ich weiß nicht so viel, wie ich zufrieden bin. Ja, vielleicht ist es auch gut so. Wobei natürlich, wenn du dich damit... Also Wissen, ihr beschäftigt euch ja auch auf dem Kanal viel mit passivem Einkommen, Kapitalanlage. Meine Steuererklärung mache ich komplett selbst. Also es gibt schon Bereiche, in die ich mich reinfühle. Mein Motorrad schraube ich selbst. Ich werke viel, ich habe hier super viel gemacht. Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen, verkaufe ich mich unter Wert. Also aber lassen wir mal so stehen. Ja, Geld. Wird man als TV-Star reich?
Nö. Nee. Nö. Also ja, vielleicht. Vielleicht müsste man da. Nee, also wird man nicht. Ja, Geld. Also es ist. Ich glaube, die Kunst, also es gibt Geld, ist ja auch, das eine ist ja, was kommt rein. Mhm. Und das andere ist ja, wie gehe ich damit um? Mhm. Also je mehr ich es schaffe, natürlich in meinen Ansprüchen bescheiden zu bleiben, desto mehr, also wenn du jetzt Geld als Vermögen, als Vermögensaufbau nimmst, dann ist ja gar nicht mehr so, dass die große Stellschraube, es sei denn, du bist in der Extremliga, wie viel Geld kommt rein? Weil ganz viele passen ja auch ihr Konsumverhalten dem an, was reinkommt. So, dann ja. Gibt's die teureren Urlaube, das dickere Auto, die 3-Liter-Maschine etc. Immer an der Grenze. Da war ich schon immer sehr bewusst. Also ich bin auch heute, ich habe letztlich noch, wir spielen ab und zu Poker in so einem Kreis und das ist ja auch immer die Frage mit so Cash Game in dem Fall, keine Turniere. So, und dann ist die Frage, mit wie viel Geld kauft man sich ein? Ja, genau. So, und da bin ich auch immer sehr, also manchmal die Hälfte von dem, was andere nehmen. Und da geht es um 5 Euro, also 5 oder 10 Euro. Also, ja. Weil es geht wirklich jetzt gar nicht darum, jetzt mit Pokern Geld, es soll was Geselliges sein, aber beim Poker ist es so, es funktioniert auch nur, wenn es schon um was geht. Ja, also du kannst nicht um Spaß Poker spielen. Nee, weil es spielt auch keiner echt. So. Aber ich habe zum Beispiel den gleichen Spaß bei 5 Euro wie bei 10 Euro. So. Und dann spiele ich auch nur mit 5. So, und im Leben ist es bei mir auch so, dass ich sehr bewusst bin. Also ich habe Hobbys, da haue ich die Kohle raus, Kitesurfen. Also ich habe mir schon sehr früh ein sehr teures Kite-Equipment geholt. Auf der anderen Seite gibt's, weiß nicht, Klamotten trage ich, bis sie auseinanderfallen. Also da immer die Frage, wo gibt man seinen Schwerpunkt drauf? Und also wichtig ist, die Grundeinstellung eigentlich zu haben, ich gebe weniger aus, wie ich einnehme, egal wie viel ich einnehme. Definitiv. Ja. Und ich glaube, das hast du definitiv. Ja, und auch ein Bewusstsein für, was ist Konsum, was ist Investition, was ist was Nachhaltiges. Wir hatten das kurz im Vorfeld, keine Kredite. Zumindest keine Konsumkredite, also bei einer Immobilie geht es. Aber auch bei einer Immobilie sich die Frage zu stellen, wie schnell tilge ich einen eigengenutzten Teil, wenn ich ihn dann schon besitze. Gibt es ja auch die sagen, im Eigennutz miete ich lieber, als dass ich kaufe und kaufe lieber das, was ich vermiete. Ganz so bin ich da nicht, weil ich halt, aber das ist auch Konsum. Also der sagt, Wohnen im Eigentum ist eine Anlage, eine Investition, eine Altersversorgung, sage ich, nein, jein. Also es ist lediglich ein aufgezwungeneres Sparen und dadurch hast du vielleicht am Ende ein bisschen was, ja. Aber allein, das geht schon, sobald du eine Wohnung selber hast, fängst du an zu überlegen, was setzt du da für eine Küche rein, was für einen Boden, was für Wandbelege. So, machst du eine Raufaser oder machst du einen glatten Vlies? So, ja. Und bei mir, also ist so, wenn du es im Eigentum selber bewohnst, machst du es dir schicker, als wenn du es einfach nur vermietest. Investition ist dann, wenn es Geld bringt und nicht Geld kostet. So, und ich will nur darauf hinweisen, dieses Gap, diese Differenz zwischen, was würde man machen, wenn man es vermietet, was würde man machen, weil man oder was macht man, was, das ist schon wieder ein Anteil Konsum. Genau. Und nicht ein Anteil Investition ins Alter. Wir schweifen ab. Du willst aber von mir jetzt eine Geldkurve. Ich bin völlig entspannt. Also als Kind habe ich hier mit Millionen angefangen und dann ging das so. Seit ich viel Schnaps trinke. Nein, also es stehen ja keine Beträge da. Aber nee, natürlich. Also, es geht auch nicht um, wie viel Euro du jetzt irgendwie im Monat sparst oder wie viel du übrig hast. Oder es ist einfach nur so die Entwicklungsrichtung. Also ich male den Graph bewusst recht linear, weil ich jetzt keine spekulativen Investments oder sonst was mache. Ich war bei Bitcoin leider nicht dabei. Also viele Sachen oder Aktien. Ich war leider dabei. Ja, aber zu lang, oder wie? Ja. Okay. Deshalb habe ich es eher linear gezeichnet, weil ich da keine Sprünge hatte in dem Sinne. Ja. Aber durchaus natürlich eine positive Entwicklung. Sehr schön. Timo, ich bin am Ende. Hier ist der Kameramann. Ich glaube, oder wo auch immer er es nachher zeigt. Also wir scannen es sowieso ein, dann kann man das nachher besser erkennen, das Ganze. Ja. Super. Ich hoffe, dieses spannende Interview hat dir genauso gut gefallen wie mir. Wenn du mehr über mich als Business Coach erfahren willst, geh hier oben auf das i auf thomasmücke.de, abonniere den Kanal oder schau dir ein spannenderes weiteres Interview hier auf dem Kanal an. Ich wünsche dir viel Spaß.